Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 88 vom Sonntag, dem 25. Februar 2018. Herzlich willkommen zur Lage der Nation, dem wöchentlichen Politikpodcast aus Berlin, an dem wir immer zum Ende der Woche die politischen Ereignisse, die wir besonders interessant und wichtig fanden, zusammenkehren. Mein Name ist Philipp Banse. Und ich bin Ulf Burmeier. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Sendung. Und bevor wir hineinspringen in die politischen Ereignisse, haben wir noch ein paar gute Nachrichten für euch. Und zwar unter dem Schlagwort Lage Live. Das sind ja unsere in unregelmäßigen Abständen stattfindenden Live-Events, wo wir auf der Bühne eine Folge aufnehmen und hinterher noch mit euch ein Bier trinken. Und zwei davon sind schon ausverkauft, nämlich die Veranstaltung in Hamburg und Stuttgart. Aber für zwei weitere gibt es noch einige Karten, nämlich für die Lage Live in Leipzig am 8. Juni und in Düsseldorf am 30. Mai. Das heißt also, wenn ihr uns mal live erleben wollt und vielleicht mit uns ins Gespräch kommen wollt nach der Show, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr euch ein Ticket klickt. Diese Tickets findet ihr auf tickets.küchenstut.io, also tickets.küchenstut.io. Für Leipzig am 8. Juni und für Düsseldorf am 30. Mai gibt es noch ein paar Restkarten und wir würden uns sehr freuen, euch dort zu sehen. Genau, wir kommen zum ersten Thema. Wir haben uns da mal eins rausgepickt, was uns ja besonders aufgefallen ist, was jetzt vielleicht nicht so im allergrößten Mittelpunkt des politischen Interesses stand, wobei es schon auch Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber es betrifft einfach ein Thema, über das wir hier schon öfter gesprochen und auch ein bisschen, um ehrlich zu sein, gerätselt haben, nämlich um die Frage, wie sich denn wohl so der Einzug der AfD auf die Debattenkultur und die Diskussionskultur im Bundestag auswirken wird. Und da hat es in dieser Woche, am Donnerstag genau genommen, zwei ganz interessante, soll man sagen, Vorfälle, Redebeiträge, Debatten gegeben, die wir hier mal euch nochmal zu Gehör bringen wollten und mal ein bisschen auseinandernehmen wollten. Und zwar geht es da zum ersten um einen Antrag, den die AfD eingebracht hat, und zwar am Donnerstag. Und dort wurde, also in diesem Antrag, die... Nee, eingebracht hat sie den, glaube ich, nicht am Donnerstag. Ne? Der eingebracht genau. Ist ein bisschen länger. Ja, diskutiert nee, obwohl, wurde der am Donnerstag. Ja, er wurde diskutiert am Donnerstag, aber der war wohl schon auch so auf den letzten Meter irgendwie so, ach, wir haben hier übrigens noch was. Ob das jetzt genau am Donnerstag war oder am Tag davor, das weiß ich nicht. Aber diskutiert wurde er am Donnerstag. Und da fordert die AfD, dass der Bundestag beschließen möge, der Bundestag fordert die Regierung auf, sich sozusagen vom freigelassenen Journalisten Deniz Yücel zu distanzieren und ihn vor allen Dingen zu missbilligen, seine Artikel. Und zwar argumentiert die AfD, die Bundesregierung habe Deniz Yücel eine Art Vorzugsbehandlung angedeihen lassen, obwohl Yücel schlimme, in den Augen der AfD, Artikel geschrieben hatte vor einigen Jahren. Ulf, was ist denn davon zu halten? Ja, genau. Die AfD konnte sich nur so halb freuen, offenbar über die Freilassung des türkischstämmigen, aber eben deutschen Journalisten. Denn Philipp hat die beiden Punkte schon angesprochen. Er soll besser behandelt worden sein von Seiten der Bundesregierung als andere inhaftierte Journalisten in der Türkei. Und außerdem soll er schlimme Artikel geschrieben haben. Das sind Vorwürfe, die sich auf Texte beziehen, die schon relativ alt sind. Also vor seiner Tätigkeit bei der Welt hat er früher mal bei der Taz gearbeitet und da hat die AfD aus seinem dortigen Wirken zwei Texte rausgegriffen vom August 2011 und vom November 2012, in denen er tatsächlich Dinge gesagt hat, die so ein bisschen verstörend wirken. Also ich zitiere mal den ersten, da geht es darum, August 2011, wie gesagt, O-Ton jetzt, super, Deutschland schafft sich ab, in der Mitte Europas entsteht bald ein Raum ohne Volk, schade ist das nicht, denn mit den Deutschen gehen nur Dinge verloren, die keiner vermissen wird. Ja, das hat er mal in der Taz geschrieben, da wird jetzt gesagt, das sei eine Satire gewesen. Ich will das gar nicht werten. Ich fand den Text jetzt nicht so wahnsinnig satirisch oder wenn, dann ist es jedenfalls eine besondere Form von Satire. Also das ist schon ein verstörender Text und der Text vom November 2012 unter der Überschrift "Das ist nicht witzig" ist in der Tat auch gar nicht witzig, denn da macht er sich lustig über Thilo Sarrazin, den vielleicht hat es der ein oder andere noch im Hinterkopf, SPD-Politiker, der zugleich aber unter dem Schlagwort "Deutschland schafft sich ab" war es, glaube ich, ein sehr kritisches Buch
Buch geschrieben hat, das dem auch nachgesagt wird, dass es fremdenfeindlich und rassistisch ist. Und dort macht er sich lustig eben über Thilo Sarrazin, der nach einem Schlaganfall, und das ist jetzt wieder O-Ton, eine lispelnde, stotternde, zuckende Menschenkarikatur ist. Und mal ganz ehrlich, wenn es denn so ist, dann ist das schlimm genug. Das muss man jetzt natürlich nicht zum Anlass nehmen, sich lustig zu machen. Wie gesagt, auch das soll angeblich aber satirisch gemeint gewesen sein. Wie gesagt, jedenfalls hat die Taz sich für diese Texte entschuldigt und auch 20.000 Euro gezahlt, mit anderen Worten. Das ist jetzt sicherlich, also jedenfalls so aus der Ferne betrachtet, nicht gerade ein Ruhmesblatt des journalistischen Schaffens. Ja, und daran jedenfalls zieht sich die AfD jetzt hoch, um ihm viele Jahre später quasi eine Missbilligung von Seiten des Bundestages möglichst einzubringen. Genau. Und das war so die Argumentation. Ihr habt habt euch sehr angestrengt, um ihn da rauszuholen. Gabriel hat verhandelt, alle haben verhandelt. Dabei ist er doch, ne, so wie auch aus der AfD zu hören war, gar kein Journalist, so nach dem Motto. Er ist auch gar kein Deutscher angeblich, obwohl er in Deutschland geboren ist, beziehungsweise einen doppelten Pass hat. Habe ich das irgendwo aufgeschrieben? Geboren in Flörsheim am Main, genau. Ne, besitzt doppelte Staatsbürgerschaft. Also das war so aus der AfD zu hören. Und in diesem Rahmen, sozusagen in der Diskussion zu diesem Antrag, hat sich eben Cem Özdemir auch zu Wort gemeldet von den Grünen. Und diese Rede wurde dann doch ziemlich rumgereicht, war 6 Minuten lang. Aber das war eine sehr, sehr emotionale Rede. Und er hat sich da an die AfD gewandt und hat quasi mit der AfD abgerechnet. Und wir hören uns da mal 2 O-Töne an von Cem Özdemir. Hier ist der erste. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, man muss sich vergegenwärtigen, worüber wir heute tatsächlich hier reden. Wir reden über die Arbeit und den Artikel eines deutschen Journalisten. So etwas kennen wir eigentlich sonst nur aus autoritären Ländern. Der Deutsche Bundestag hingegen benotet nicht die Arbeit von Journalisten und Journalistinnen. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine oberste Zensurbehörde, Parlament. Das gibt es in den Ländern, die Sie bewundern. Deutschland gehört da nicht dazu. Das war sozusagen das erste prinzipielle Argument, was ich denke, schon unterschreiben zu können. Also wir haben gesagt, diese Texte sind zum Teil mindestens grenzwertig und trotzdem spielt das keine Rolle dafür, ob die Bundesregierung sich für einen Journalisten einsetzt oder nicht. Ja, ehrlich gesagt ist das eben einfach gar nicht die Frage, ob diese Texte jetzt richtig oder falsch oder geschmackvoll sind. Das sind eben einfach Texte, die ganz offensichtlich von der Pressefreiheit geschützt sind. Und wenn jemand der Meinung ist, dass sie zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte von Thilo Sarrazin verletzen, dann mag er klagen, dann mag er schlimmstenfalls auch Strafantrag stellen. Aber jedenfalls ist das nichts, was den Bundestag oder die Bundesregierung zu beschäftigen hat, sondern die haben sich einfach dafür einzusetzen, wenn deutsche Staatsbürger im Ausland inhaftiert werden, dass sie ihnen diplomatischen Schutz gewähren oder die diplomatischen Beistand gewähren, wenn es denn irgendwie geht. Genau, also Özdemir hat sich dann, wie gesagt, mit der AfD-Fraktion noch auseinandergesetzt und ist auch sehr persönlich geworden und hat auch von seinem Erleben und von seinem Heimatverständnis und so berichtet. Und da hören wir uns auch noch mal ganz kurz einen O-Ton an, der deutlich gegen die AfD gewendet war. Das Land hat sich in dem einen Jahr, in dem Deniz Yücel im Gefängnis war, dramatisch verändert und davon zeugt diese Debatte. Denn mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Wer sich so gebiert, ist ein Rassist, sehr geehrte Damen und Herren. Und diese Damen und Herren hier, ich habe das Mikrofon, Gott sei Dank können Sie es mir nicht abstellen. Ich weiß, von dem Regime, in dem Sie träumen, könnte man das Mikrofon abstellen. Aber das kann man hier Gott sei Dank nicht. Und Sie werden es nicht schaffen. Glauben Sie es mir. Ja, soweit Cem Özdemir. Wie findest du das, dass er da so persönlich geworden ist und quasi die ganze Fraktion als Rassisten bezeichnet hat? Ich finde das ehrlich gesagt gut. Das war ja ganz offensichtlich ein emotionaler Beitrag, den er da abgeliefert hat. Und ich fand das aber auch gut, um einfach zu zeigen, was er persönlich von der AfD hält und das aber auch mit Gründen zu belegen. Denn wir kommen ja gleich nochmal zu so einer Gesamtbewertung. Wir haben jetzt noch einen zweiten Block. Insofern will ich da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber ich finde es gut, dass Cem Özdemir da mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten hat, sondern einfach mit guten Gründen gesagt hat, warum er diesen Antrag insbesondere, das war jetzt ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern warum er diesen Antrag tatsächlich für ein Dokument rassistischen Verhaltens hält. Also in dem zweiten Antrag, den du angesprochen hast, ist auch ein Antrag von der AfD und dieser Antrag verlangt das Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum, also konkret ein Burka-Verbot, ja, im öffentlichen Raum. Und in dem Antrag schreibt die AfD am Anfang, Zitat,
Die angestrebte gesetzliche Regelung dient dem Schutz des Individualfreiheitsrechts der muslimischen Frau, der inneren Sicherheit und dem staatlichen Ziel der Sicherstellung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Geht dann noch ein bisschen weiter, aber läuft darauf hinaus. Wir verlinken auch den Antrag als PDF in den Shownotes und auch das Video und die Rede von Özdemir und der Antrag, auf den er sich bezogen hat, das findet ihr alles in den Shownotes. Und dann ist ein Mann von der CDU ans Rednerpult getreten, den ich bisher nicht kannte, Philipp Amthor, Jungspund, sehr selbstbewusst, sehr forsch. Und der hat diesen Antrag der AfD auseinandergenommen. Und zwar mit den Worten, ne, der sei eben mit der heißen Nadel gestrickt, weil er eben relativ kurzfristig eingereicht wurde und in die Tagesordnung gedrückt worden war. Und Amthor sagt, der sei halt mit der heißen Nadel gestrickt und strotze voller vor falschen Behauptungen. Und er begründet das zunächst, also bevor er darauf eingeht, sagt er nochmal, dass, sagen wir mal, die Union so furchtbar weit von dem Ansinnen der AfD gar nicht weg ist. Überall, wo es rechtlich möglich ist, werden wir uns der Vollverschleierung entgegenstellen. Einfach deshalb, weil wir fest überzeugt sind, dass Burka und Niqab in keiner Weise unserer Vorstellung von einem Rechtsstaat und von einer deutschen Wertekultur entsprechen. Und ich sage das hier ausdrücklich. Die Religionsfreiheit gehört zu Deutschland, aber der politische Islam, der gehört nicht zu Deutschland und dagegen werden wir uns wenden. Das war sozusagen nochmal der Hinweis darauf, dass die CDU da gar nicht so weit vom Grundanliegen weg ist. Aber Amthor machte halt trotzdem den Einwand, dass man dieses Ziel nicht so anstreben könnte, wie es die AfD nämlich versucht. Und das tat er mit diesen Worten. Dann aber in Richtung jetzt der AfD, bevor sie sich zu früh freuen. Wissen Sie, wenn wir von den Moslems verlangen, dass die sich an unsere Regeln halten, tun wir selbst auch gut daran, uns an unsere eigenen Regeln zu halten. Und Sie wissen vielleicht, mit Ihrem Vorschlag operieren Sie ganz deutlich im sensiblen, im grundrechtssensiblen Bereich der Religionsfreiheit. Und ich kann Ihnen nur die Empfehlung geben, wenn Sie da operieren, sollten Sie auch Ihr OP-Besteck kennen. So, das war irgendwie ganz, ganz fluffig formuliert. Und in dem AfD-Antrag ist nämlich sinngemäß formuliert, dass die Religionsfreiheit dem Burka-Verbot nicht entgegensteht. Also, dass man die Burka verbieten könnte, im öffentlichen Raum zu tragen, obwohl es eben diese Religionsfreiheit gibt. Und dem hielt Amthor entgegen. Sie behaupten, Burka tragen unterfällt nicht im Schutzbereich der Religionsfreiheit. Wissen Sie, ich finde das auch nicht toll. Aber die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und sogar das EGMR-Urteil, das Sie zitieren, sagt, die Religionsfreiheit schützt auch das Burka-Tragen im Schutzbereich. So, erster Fehler. Zweiter Fehler. Natürlich kann man Eingriffe in den Schutzbereich der Religionsfreiheit rechtfertigen, aber nach ständiger Rechtsprechung eben nur durch kollidierendes Verfassungsrecht. Und dazu führen Sie substanziell gar nichts aus, sondern das, was Sie hier behaupten und das, was Herr Curio behauptet hat, ist grober Unfug. Ja, das kann man nicht anders sagen. Das ist in der Tat grober Unfug, denn natürlich schützt die Religionsfreiheit auch das öffentliche Bekenntnis zu einer bestimmten Religion. Und wenn man überhaupt davon ausgehen will, dass tatsächlich das Tragen einer Burka oder auch einer anderen Form der Verschleierung zwingend ein religiöses Symbol ist, Gedankenstrich, man kann das natürlich auch als kulturelles Symbol verstehen, Gedankenstrich, dann ist es auch vom Schutzbereich der Religionsfreiheit umfasst. Also da trägt Herr Amthor im Grunde eigentlich nur vor, was in der Tat ständige Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts ist. Ja, die AfD. Ja, die AfD sieht das allerdings natürlich so ein bisschen anders. Und für die AfD sprach Gottfried Curio, der ist unter anderem Mitglied auch im Innenausschuss, der für ein solches Burka-Verbot vermutlich federführend wäre. Und er ist der Meinung, dass die Burka verboten gehört, weil sie gegen die Menschenwürde verstößt. Und das hat er im Bundestag auch erläutert. Diese Negation der Menschenwürde zu dulden, wäre selbst grundgesetzwidrig. Die Menschenwürde nämlich verbietet, den Menschen zum bloßen Objekt zu machen, seine Subjektqualität, sein Personsein in Frage zu stellen. Kann man jemandem nicht ins Gesicht schauen, wird ein integraler Teil des sozialen Menschseins entfernt, ja, vernichtet. So die Menschenwürde zu verletzen, ist ausnahmsweise sogar der Selbstbestimmung entzogen. Deshalb können wir dieses schwarze Stück Tuch, das Frauen das Gesicht rauben soll, nicht dulden. Man denke, Textstellen, die man nicht mehr erkennen soll, werden geschwärzt. Sollen jetzt Menschen geschwärzt werden?
Ja, also das ja, es wird einem so ein bisschen schlecht dabei, wenn man hört, wie also ein AfD-Vertreter im Bundestag so tut, als wollte er quasi muslimische Frauen schützen, als wollte er das Selbstbestimmungsrecht muslimischer Frauen stärken. Also ich glaube, das braucht man nicht länger erläutern, dass das offensichtlich ein vorgeschobener Grund ist. Also ich glaube ihm das persönlich keinen Millimeter, sondern es entspringt aus meiner Sicht jedenfalls einfach nur den rassistischen Grundüberzeugungen. Ne? Also man möchte es halt für Menschen islamischen Glaubens in Deutschland so ungemütlich wie möglich machen und dazu glauben manche anscheinend in der AfD, wird es einen Beitrag leisten, wenn man den Menschen verbietet, so eine Burka oder ein Niqab zu tragen. Aber auch das rechtliche Argument ist ehrlich gesagt relativ leicht zu entlarven. Es stimmt im Ansatz schon, dass die Menschenwürde tatsächlich davor schützen soll, dass Menschen zum Objekt staatlichen Handelns gemacht werden. Es geht tatsächlich darum, ihre Subjektqualität zu respektieren. Das sind diese typischen Formulierungen, die da gebraucht werden, um die Menschenwürde so ein bisschen mit Leben zu füllen, weil das ja nicht so ganz einfach ist. Es soll halt einfach bedeuten, dass man nicht einfach nur behandelt wird wie jemand, der gar keinen eigenen Willen, keine eigenen Vorstellungen hat, sondern dass man quasi mitwirken kann an der Gestaltung des eigenen Lebens. Das ist so die Grundidee dabei. Ja? Und so ein Klassiker, wo das eben nicht geht, wäre jetzt beispielsweise die Entscheidung vor einigen Jahren zum sogenannten Luftsicherheitsgesetz, ne? wo der Bundeswehr erlaubt werden sollte, ein Flugzeug abzuschießen, von dem man glaubt, dass es von Terroristen als Waffe missbraucht ist. Ja, so das Szenario vom 11. September 2001. Ja, da sollte es der Bundeswehr erlaubt werden, ein solches Flugzeug abzuschießen. Das hat das Bundesverfassungsgericht nicht erlaubt, weil es gesagt hat, die Terroristen könnte man natürlich töten, wenn von ihnen unmittelbar eine Gefahr ausgeht. Aber die unbeteiligten Passagiere des Flugzeugs, die quasi zunächst mal Opfer dieser Flugzeugentführung geworden sind, die dürfen nicht von staatlicher Hand getötet werden, selbst wenn man damit möglicherweise weitaus höhere Opferzahlen an der Zivilbevölkerung vermeiden würde. Ja? Denn damit würde der Staat die Passagiere dieses Flugzeugs zum Objekt staatlichen Handels machen. Das ist so ein plastisches Beispiel für die Objektform. Wenn man das jetzt mal zurückbindet an das Beispiel Burka, da muss man sagen, diese Frauen tragen die Burka ja schließlich nicht, weil der Staat ihnen das aufgedrückt hat. Ja, ein staatlicher Order, alle müssen Burka tragen, wäre möglicherweise unter dem Aspekt der Menschenwürde problematisch, aber ganz sicher gibt es keine Verpflichtung des Staates, Frauen zu verbieten, ihrer Religionsfreiheit Ausdruck zu verleihen, indem sie eine Burka tragen. Also das ist verfassungsrechtlich betrachtet eine ziemlich skurrile Argumentation und deswegen hat auch der Philipp Amthor, der CDU-Abgeordnete, da nochmal gegengehalten. Die Menschenwürde schützt gleichzeitig nicht vor der Autonomie, eine Burka zu tragen, so sehr wir das auch sinnlos finden. Ich mache Ihnen das an einem Beispiel deutlich, das Sie vielleicht verstehen. Sie haben ja hier die Abgeordnetenfreiheit aus Artikel 38. Die zwingt Sie auch nicht dazu, richtige Anträge vorzulegen, sondern die erlaubt es Ihnen, so einen Quatsch hier vorzulegen, ganz ehrlich. Ja, so. Also wir haben diese Beispiele mal rausgetragen, weil wir vielleicht inhaltlich und argumentativ da jetzt nicht hinter jedem Punkt dahinter stehen. Ne? Also Burka, vielleicht 200.000 Leute in Frauen in Deutschland, die das tragen. Ich halte das jetzt nicht für ein Riesenproblem, aber mein Gott, was ich auch an diesem Özdemir-Vortrag und an diesem Amthor-Vortrag und dieser Diskussion mit Curio interessant fand, war einfach, dass es zeigt, wie interessant und lebhaft und lustig und unterhaltsam und argumentativ eine Debatte im Bundestag sein kann. Das ist jetzt nicht das erste Mal passiert. Es gab immer auch mal wieder Debatten zu fundamentalen Themen, die wirklich interessant waren, wo wirklich debattiert und miteinander gerungen wurde. Aber dass es jetzt, sag mal, zu so relativ kleinen Themen so solche Debatten gibt, finde ich, zeigt einen Weg auf, wie man mit Rechten reden kann, wie man mit der AfD sich im Bundestag auseinandersetzen kann. Nämlich durchaus selbstbewusst, durchaus kämpferisch, durchaus persönlich, ja, durchaus, wie Amthor das macht, eben die einzelnen Behauptungen und Argumente aufnehmen und widerlegen und sich streiten und Zwischenfragen zulassen. Das war eine richtig, richtig interessante, lebhafte Diskussion. Ja, das habe ich auch so empfunden. Auf der einen Seite ist es natürlich schmerzlich, dass solche Anträge überhaupt im Deutschen Bundestag gestellt werden, ne? Die eben einen offensichtlich rassistischen Geist atmen. Das finde ich schon bedauerlich, aber auf der anderen Seite ist es eben einfach so, dass das Parlament nun mal der Raum ist, in dem die Debatten, die in der Gesellschaft stattfinden, auch abgebildet werden sollten, in dem sie geführt werden sollen und in dem sie dann, soweit es um staatliche Beschlüsse geht oder um gesetzgeberische Beschlüsse geht, eben auch entschieden werden
sollen. Und insofern muss man sagen, ja, es gehört vermutlich diese Debatte auch in den Deutschen Bundestag und eben nicht nur an die Stammtische oder auf irgendwelche Pegida-Demonstrationen. Denn genauso wie du es sagst, Philipp, ne, das eröffnet dann eben die Chance, diese Anträge auch als das zu dekonstruieren, was sie sind, nämlich kaum verhüllte rassistische Attacken. Also man muss ja nicht ernsthaft glauben, dass irgendjemand bei der AfD Sympathien für muslimische Frauen empfindet und die für irgendeiner Form von Beeinträchtigung ihrer Selbstbestimmung schützen will. Ne? Also diese ganze Rede von Curio war von diesem Argument geschwängert. Das war alles voll. Blanke Heuchelei. Ja. Ja, blanke Heuchelei. Wenn es nach der AfD geht, würden diese Leute natürlich morgen ins Flugzeug gesetzt und Gott weiß wohin zurückgeflogen. Ja? Es geht doch nicht darum, denen das Leben in Deutschland angenehm zu gestalten und ihnen sowas wie eine Selbstbestimmung zu ermöglichen. Und das finde ich schon großartig, dass man in so einer Bundestagsdebatte diese ganze Heuchelei und diesen ganzen Zynismus einfach mal vorführen kann. Und es gab ja so ein bisschen die Sorge, dass die AfD den Bundestag so als Podium nutzen könnte für ihren Populismus und dass die anderen Parteien ihr möglicherweise nichts entgegenzusetzen hätten. Und da muss ich sagen, wenn das so weitergeht, dann wird sie sich, denke ich, sehr schön dekonstruieren. Denn selbst als AfD-Fan kann man ja nicht ernsthaft annehmen, dass sie in dieser Debatte irgendwie Punkte gemacht hätte. Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich finde, ein Punkt noch dazu, was ich schon auch an diesen Redebeiträgen feststellen konnte, die demokratischen Parteien sind jetzt dazu gezwungen, ihre Positionen nicht mehr als selbstverständlich hinzustellen, sondern sie sind gezwungen, sie zu erklären. Ja, und eben auch solche verfassungsrechtlichen Fragen einfach nicht als gegeben nur hinzunehmen und zu sagen, ja, wir wissen, wir sind eh alle Konsens, sondern sie sind gezwungen, ihre Position zu erklären, zu hinterfragen, transparent zu machen und wie gesagt, vielleicht fällt einem da auch die eine oder andere Schwäche auf, aber das erlebe ich doch als durchaus belebend. Also das fand ich irgendwie eine sehr, sehr einfach habe das gern gesehen und gern zugehört und mich gefreut, dass das stattgefunden hat. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin mir nicht ganz so, also ich grundsätzlich finde ich natürlich diesen Gedanken auch überzeugend zu sagen, ja, man muss seine Position auch erklären. Auf der anderen Seite finde ich es schon problematisch, dass bestimmte Positionen überhaupt ernsthaft in Streit stehen. Ja, also zum Beispiel sowas wie die Religionsfreiheit für Menschen muslimischen Glaubens, dass wir darüber ernsthaft streiten müssen. Da weiß ich jetzt nicht, ob diese Diskussion als solche ein Gewinn ist. Ne? Und deswegen bin ich auch nicht so ganz sicher, ob es dann tatsächlich ein Gewinn ist, dass man da irgendwas erklären muss. Ja. Viel schöner wäre es natürlich, wenn einfach für alle Beteiligten selbstverständlich wäre, dass auch Moslems ihr im Glauben leben können. Ja, na gut, okay, aber das meine ich halt genau. Ne? Also ich finde das im Zweifel ganz gut, dass das für uns vielleicht eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, aber wenn man halt gerade in solchen Debatten auch andere überzeugen will, dann es ist ja nicht die AfD alleine, die das glaubt, sondern es sind ja schon ein paar hunderttausend Millionen Leute in Deutschland, die dann wahrscheinlich das toll fänden, Wähler der AfD. Und denen halt zu sagen, naja, es ist halt so Religionsfreiheit, bang, ist dann vielleicht nicht so überzeugend, sondern ich finde, wenn es dann in so eine Diskussion gibt im Bundestag und Leute wie Amthor halt gezwungen sind, das auseinanderzunehmen und zu sagen, Religionsfreiheit bedeutet und sie kann eingeschränkt werden, aber nicht durch die Argumente, die ihr da bringt, das finde ich ist schon nochmal gut. So, ja, das meine ich mit für uns selbstverständliche Positionen nochmal zu erklären, gezwungenermaßen zu erklären. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Es kann natürlich auch, wie soll ich sagen, die eigene Position nochmal stärken, ja. Ne? Wenn man sich gute Argumente überlegen muss, sie zu erklären und vielleicht insoweit auch ein Stück weit zur Selbstvergewisserung der Bundesregierung. Definitiv, führen. Definitiv. Ja. Du bist gezwungen, wenn du so einen Redebeitrag machen willst wie Amthor, du bist gezwungen, du kannst nicht einfach sagen, ist nicht so. Sondern du bist gezwungen, die Argumente zu suchen. So, und da habe ich bei vielen Positionen, die für demokratische Parteien Konsens sind, das Gefühl, naja, sind halt Konsens und jeder ist sich einig und irgendwann, das haben wir vor 20 Jahren mal für unseren Konsens beschlossen und jetzt ist es halt so. Aber hier sind sie nochmal gezwungen, wirklich ihre Position zu erklären und Argumente zu suchen und auf Gegenargumente einzugehen. Und das finde ich eigentlich einen guten Effekt und das konnte man an diesen Diskussionen ganz gut beobachten. Zu unserem nächsten Thema. Wir haben die CDU jetzt gerade im Bundestag erlebt als eine engagierte Streiterin für die Religionsfreiheit in der Gestalt ihres Abgeordneten Amthor. Auch Angela Merkel hat in der CDU in den letzten Tagen engagiert gestritten, hinter den Kulissen allerdings und nicht am Podium, denn sie hat am Sonntag ihre Ministerriege vorgestellt und wir dürfen davon ausgehen, dass da hinter den Kulissen in der Tat einige Debatten zu führen waren, Philipp. Ja, davon gehe ich aus. Also die Liste, die können wir ja gleich mal vortragen. Der überraschendste Kandidat gleich vorweg ist Jens Spahn. Also ist das der überraschendste? Nee. Im Gegenteil, er wurde ja heiß gehandelt. Ja, er wurde heiß gehandelt, aber das war immer die Frage, was macht sie jetzt mit ihm? Also es war schon die Frage, bindet sie ihn mit ein oder lässt sie ihn vor der Tür stehen? Also genau, so das war die Frage, aber überraschend war das nun überhaupt nicht. Das war's, dass er Minister wird?
Ja, das ist überhaupt nicht überraschend, im Gegenteil. Der war der heißeste Kandidat, es war natürlich eine Frage, ob er es wird, aber er war einer der heißesten Kandidaten von denen, die noch nicht Minister waren. Genau. Wirklich überraschend, denke ich, ist eine zweite Personalie. Ganz kurz. Gesundheitsminister ist er geworden, das nur der Vollständigkeit halber. Ne? Also Jens Spahn ist Gesundheitsminister. Bildungsministerin macht wer? Anja Kalischek heißt die Dame oder Anja Kalischek. Da, selbst das konnten wir so kurzfristig nicht klären, denn die Ministerriege ist nur ein, zwei Stunden vor unserer Sendung bekannt gegeben worden. Und wir wollten euch jetzt auch nicht einfach vorlesen, was der Spiegel Online-Text über sie zu berichten weiß. Sie ist jedenfalls eine junge Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen und wir werden wahrscheinlich in der kommenden Woche noch ein bisschen was zu ihrer Person nachtragen. Jedenfalls soll sie Bildungsministerin werden. Nächste neue Personalie im Bundeskabinett, wenn denn tatsächlich so eine GroKo überhaupt zustande kommt, soll die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner werden. Und zwar ist sie vorgesehen für das Amt der Agrarministerin. Genau. Peter Altmaier, engster Vertrauter sicherlich in der Runde von Angela Merkel, soll Wirtschaftsminister werden. Ursula von der Leyen, trotz dieser diversen Finanzierungs- und Beschaffungspannen, Materialpannen bei der Bundeswehr, soll Verteidigungsministerin bleiben. Helge Braun soll Kanzleramtschef werden. Der war bislang Staatsminister für Bund-Länder-Beziehungen im Bundeskanzleramt. Und schließlich eine Personalie, die wir schon besprochen haben, die eigentlich auch eher aus der CSU als aus der CDU kommt. Horst Seehofer wird Bundesinnenminister. Da ist eigentlich die interessante Neuigkeit eher, dass Herr Lothar de Maizière, der bisherige Amtsinhaber, so hinter vorgehaltener Hand die Eignung Horst Seehofers bezweifelt hat. Und zwar einfach deswegen, weil er wohl kein Jurist ist, Philipp, ne? Genau, also er ist, was ist er, also er sagt von sich selber, er sei Erfahrungsjurist, aber er hat eine Ausbildung als Verwaltungsbetriebswirt, also er ist kein Volljurist. Und de Maizière hat im FAZ-Interview gesagt, vorsichtig und zurückhaltend ausgedrückt, ist es für einen Verfassungsminister, in Klammern den Innenminister, doch sehr hilfreich, wenn er Jurist ist. Und das kann man, glaube ich, schon als ordentlichen Seitenhieb auf Seehofer verstehen. Ja, das ist genau, wobei das ja als solches gar keine Neuigkeit war, wenn man ehrlich ist. Ne? Also die Ministerriege, die wir eben vorgelesen haben vor Horst Seehofer, das war die eigentliche Neuerung, dass Horst Seehofer Bundesinnenminister wird. Da ist die Neuerung vor allem diese doch wenig diplomatische Kritik von Lothar de Maizière, der, wir sehen es. Thomas übrigens, ne? Thomas. Ja, Entschuldigung, ja, Thomas. Nicht Thomas. Lothar de Maizière ist ein Verwandter allerdings von Thomas de Maizière, der erste und einzige, glaube ich, auch DDR-Ministerpräsident, ne? In den Zeiten der Verhandlungen über die deutsche Einheit. Sorry, da habe ich mich versprochen, das waren Kindheitserinnerungen. Genau, also es geht um Thomas de Maizière, den bisherigen Bundesinnenminister, der ja im neuen Kabinett Merkel eben nicht mehr vertreten sein wird. Und möglicherweise hat das seinen Frust über die Personalie Horst Seehofer nochmal bestärkt. Genau, also wie gesagt, interessant ist, dass, finde ich, keiner der Minister jetzt aus Ostdeutschland kommt, aus Ostdeutschland, also außer Merkel selber eben, hat sie auch gesagt. Aber das finde ich interessant. Und wie gesagt, dass sie jetzt halt Jens Spahn sozusagen diese junge, konservative Flügel in Person von Jens Spahn eben eingebunden hat als Gesundheitsminister. So. Genau. Das sind, glaube ich, so die Neuigkeiten. Ja, und da muss man natürlich sagen, Jens Spahn ist ganz sicher kein Vertrauter von Angela Merkel. Und ich denke deswegen, dass man seine Berufung ins geplante neue Bundeskabinett durchaus als Konzession von Angela Merkel verstehen kann und auch muss an eben den jungen konservativen Flügel in der Union, auch gerade an die Junge Union. Der Chef der Junge Union und Jens Spahn gelten ja als Vertraute. Insofern versucht sie ganz offensichtlich da eben die jüngeren und wieder eher konservativeren Kreise der Union einzubinden in die Regierungsarbeit, indem sie eben jetzt einen, ich sage jetzt mal, der jungen Wilden, der aber eben so wild gar nicht ist, sondern im Gegenteil sehr konservativ auch für CDU-Verhältnisse, mit einem Ministeramt bedenkt. Jetzt muss man abwarten, ob das tatsächlich die Position von Angela Merkel innerhalb der CDU in nächster Zeit nochmal stärken wird. Ich denke, das wird auch ganz maßgeblich davon abhängen, ob denn tatsächlich eine GroKo zustande kommt oder ob das nicht gelingen wird. Zunächst mal jetzt allerdings muss Angela Merkel noch die Bestätigung des CDU-Parteitags einholen. Philipp, was denkst du denn? Wird dieser Parteitag ein Befreiungsschlag für Angela Merkel? Davon, denke ich, kann man mal ausgehen. Also der findet ja am Montag statt, der Parteitag, gerade jetzt auch vor allen Dingen mit der Ernennung von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Generalsekretärin der CDU. Also hat sie vorgeschlagen und die wird dann aller Voraussicht nach auf dem Parteitag auch gewählt werden. Glaube ich, das war für sie ein
ein richtiger Befreiungsschlag. Sie stand ja gerade auch so, was diese Verteilung der Ministerien in der neuen Regierung angeht, extrem unter Beschuss in der Union. Und dieser Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer, also Ministerpräsident im Saarland bisher, als neue Generalsekretärin nach dem Rücktritt von Herrn Tauber, war, glaube ich, allgemein auf sehr positives Echo gestoßen. Ne? Kramp-Karrenbauer aus 55 und die gibt halt ein Ministerpräsidentenamt auf, um eine führende Position in einer Partei zu bekleiden. Und das hat doch schon dann viele überrascht. Und Merkel selber war ja auch fast gerührt, kann man sagen. Hat sie, glaube ich, selber so beschrieben, dass Annegret Kramp-Karrenbauer eben sagt, jo, ich gebe das auf da. Ne? Ich habe da zwar auch gerade richtig die Wahlen gewonnen mit 40% oder was für die Union im Saarland von letztes Jahr gerade noch, aber ich lasse das. Ich will hier in die Partei. Und glaube ich, das wird ihr gerade auf so einem Parteitag auch hoch angerechnet werden, weil Kramp-Karrenbauer eben durchaus, naja, die hat schon Statur, die ist zwar so eine Vertraute von Merkel, aber du wirst nicht Ministerpräsidentin, indem du alles machst, was dir andere vorschreiben. Die hat, glaube ich, schon eine sehr eigene Vorstellung davon, was sie da machen will in dieser Partei und die wird da auch ordentlich Merkel Kontra geben und, glaube ich, die Partei hat auch verstanden, dass Merkel damit die Partei noch einmal stärkt. Ja, dass er da jetzt nicht so einen willfährigen Befehlsempfänger hinsetzt, der alles macht, was das Kanzleramt vorschreibt, sondern eben wirklich eine Frau mit Statur, schon Merkel vertraute, klar, die hat sie auch in dieser ganzen Flüchtlingsfrage immer unterstützt und so. Aber Kramp-Karrenbauer ist, glaube ich, keine, die einfach macht, was Merkel sagt. Und ich denke, das wird ja in der Union dann hoch angerechnet werden auch. Ja, das würde ich auch so interpretieren. Und das sieht man, dass sie eben durchaus ihren eigenen Kopf hat, sieht man ja auch an ihren Positionen. Sie gilt in vielen Politikfeldern eher als konservativ auch innerhalb der Union. Zum Beispiel so im Bereich Gesellschafts- und Familienpolitik war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Gegnerin zum Beispiel der sogenannten Homo-Ehe, ja, der Ehe für alle. Auf der anderen Seite hat sie aber Angela Merkel gerade in der sogenannten Flüchtlingskrise unterstützt und hat also die Entscheidung von Angela Merkel dafür richtig gehalten und sich auch sehr engagiert dafür eingesetzt, eben die Geflüchteten, die im Saarland untergebracht waren, möglichst schnell menschenwürdig unterzubringen und zu integrieren. Mit anderen Worten, man kann sie auch nicht so eindeutig einem Lager zuordnen. Ne? Sie, je nach Politikfeld hat sie durchaus unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Positionen und auf jeden Fall eine sehr interessante Personalie und ich bin gespannt, wie sich die Union unter ihrer Führung, kann man nicht so direkt sagen, also Vorsitzende bleibt ja Angela Merkel, aber doch unter ihrer Ägide weiterentwickeln wird. Ganz interessant noch die Frage, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Nachfolge von Angela Merkel? Also niemand rechnet ja damit, dass sie noch länger als die, als während der jetzt laufenden Legislaturperiode tatsächlich Kanzlerin bleiben wird. Das würde sicherlich auch in der CDU niemand mehr mitmachen. Und da muss man sagen, ich denke mal, da mit diesem Amt, das sie jetzt übernommen hat, dürfte sich Annegret Kramp-Karrenbauer auch in eine Pole-Position für das Kanzleramt manövriert haben. Das auf jeden Fall, zumal Merkel ja auch als Generalsekretärin der CDU reüssierte und von da aus Kanzlerin wurde. Und das ist sicherlich eine rausgehobene Position, auch eine, die traditionell sehr viel Kontra und Klartext erlaubt. Ja, also du bist da nicht zu so großen Konzessionen gezwungen, sondern Generalsekretäre, zumal in der CDU, haben immer ordentlich auch Kontra gegeben und eigene Positionen vertreten. Und sie hat ja auch schon angedeutet, dass sie da Kramp-Karrenbauer auch ihren Raum lassen wird, ihren Gestaltungsraum, und Kramp-Karrenbauer wird den sicherlich nutzen. Also da wird sicherlich eine Nachfolgerin zumindest in Position gebracht, wenn nicht sogar aufgebaut. So, aber insgesamt, glaube ich, kann man da schon sagen, dass Merkel da in der letzten Woche schon sich aus diesem Druck befreit hat mit dieser Ernennung, mit dieser Ministerriege und jetzt eigentlich relativ gesichert dasteht. Das, glaube ich, kann man so als Bilanz dieser Woche ziehen. Ja, das würde ich auch so einschätzen und man kann immer wieder nur das taktische Geschick auch von Angela Merkel bewundern. Ne? Ich denke auch, das hat sie jetzt sehr souverän gemanagt. Sie muss jetzt ja erstmal abwarten, was in der SPD passiert, aber jedenfalls in der eigenen Partei dürfte sie vermutlich gestärkt dastehen. Jetzt müssen wir abwarten, was der CDU-Parteitag macht, aber ich erwarte da auch keine Sensationen gegen Angela Merkel. Zu unserem nächsten Punkt bei uns im Pad, der aber thematisch direkt anschließt an die Situation der CDU und zugleich so ein bisschen den Bogen schlägt zu den anderen Parteien in Deutschland. Wir hatten schon als Feedback zur vergangenen Lage der Nation eine sehr spannende Zuschrift, genau genommen einen Kommentar bei uns im Blog von einem Hörer, der sich selber als Dave Bowman bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das ein Pseudonym ist oder ob der Mann so heißt. Jedenfalls schreibt er uns, finde ich eine ganz spannende
spannende Analyse des deutschen Parteiensystems und was mit ihm gerade so passiert. Er schreibt nämlich, das sind jetzt im Wesentlichen O-Töne. Was wir derzeit erleben, ist die Detonation des deutschen Parteiensystems. Die Berliner Republik fliegt uns etappenweise seit dem Wahlabend am 24. September 2017 um die Ohren. Die Zeit, in der zwei starke Parteien die Politik dieses Landes geprägt haben, ist vorbei. Wir sind auf dem Weg in niederländische Verhältnisse, wo es 4 oder 5 Parteien gibt, die faktisch auf Augenhöhe agieren. Die Grünen haben mit der Wahl von Robert Habeck die Weichen dafür gestellt, dass sie bei der nächsten Wahl besser abschneiden als 8,8%. Christian Lindner versucht, seine Partei derzeit zu einer modernen Bewegungspartei umzubauen. Und die AfD kann sich aus der Konkursmasse von Union und SPD bedienen. Und wenn sie sich selbst nicht im Wege steht, worauf derzeit wenig hindeutet, dann wird sie mit der Staatsknete, die der AfD seit dem Bundestagseinzug zusteht, ihre eigene Professionalisierung betreiben. Inhaltlich hat sie den Erfolgsweg von FPÖ, Front National und PiS eingeschlagen, national und sozial. Philipp, in der Tat, sind wir auf dem Weg zu einem 5-Parteien-System, wo 5 auf Augenhöhe agieren? Ja, danach sieht es, finde ich, schon eindeutig aus. Also die Süddeutsche hat in dieser Zeit auch so einen Kommentar drin, der in das ähnliche Horn bläst, verlinkt dann in den Shownotes, wo es einfach die Analyse auch gemacht wird, dass eben dieses klassische Links-Rechts-Schema, in die sich bisher also alles einsortieren ließ, das verschwindet, das gibt's nicht mehr so richtig. Und es, das so argumentiert die SZ zumindest, es ist alles so aufgeteilt nach identitär und liberal, so, wobei liberal so alles meint, was offene Grenzen, offener Datenfluss so meint und Leute meint, die damit eben gut leben und davon auch glauben zumindest zu profitieren und alle anderen, die glauben, davon nicht zu profitieren, dass sich darin auch das aufteilt. Und momentan ist halt sozusagen dieses Lager völlig aus der Matrix geraten. Also du hast, das haben wir ja auch zum Teil gehört, eben die CDU, also die AfD vertritt irgendwie Ansichten der CDU. Die CDU sagt ja, aber wir wollen das irgendwie anders. Da gehen völlig so die Orientierungsmuster verloren. Ja, du kannst Trumps Wirtschaftspolitik könnten eigentlich südamerikanische Sozialisten beklatschen, weil es eben ähnlich isolationistisch ist, wie sie das betreiben. Andererseits hat er natürlich seine nationalistische Agenda, die Linke nie unterschreiben würden. Und das, glaube ich, kennzeichnet schon einfach die Zeit. Das ist wirklich dieses Raster, in das sich viele einsortieren lassen und einsortieren konnten selber auch, dass es das nicht mehr so gibt. Und ich glaube, das führt dann auch zu diesem Begriff Heimatlosigkeit. Daher kommt auch dieser Begriff Heimat. Deswegen ist der so gerade in aller Munde. Deswegen haben wir dieses Heimatministerium. Deswegen kriegen wir Zuschriften von Leuten, die sagen, uns fehlt die Heimat. Ich glaube, das ist damit gemeint, unter anderem, ja, dass dir einfach die politische Heimat fehlt, dass du nicht mehr weißt, ja, wer gibt denn hier noch was vor? Wem kann ich denn noch mich anvertrauen? Wer vertritt das noch? Das ist völlig unklar. Ja, also ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass es auch viel zu tun hat mit der Auflösung klassischer sozialer Milieus. Ne? Das ist ja eine Analyse, die jetzt auch überhaupt nicht neu ist, sondern die schon seit mindestens 15, 20 Jahren immer wieder diskutiert wird. Ne? Dass es einfach zum Beispiel so die klassische Arbeiterschaft nicht mehr so direkt gibt. Es gibt genauso, also die Menschen, die eben traditionell vor allem SPD gewählt haben, genauso wenig gibt es aber jetzt vielleicht abgesehen von einigen Regionen Deutschlands noch so das klassische katholisch-konservative Milieu. Ne? Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es das gar nicht mehr gibt. In einigen Gegenden Bayern zum Beispiel oder im Emsland, in Niedersachsen ist es, glaube ich, noch real zu beobachten, aber es ist jedenfalls nicht mehr so stark prägend. Insbesondere in Ostdeutschland spielen die Kirchen noch eine ganz geringe Rolle und das sind ja so die traditionellen Milieus, ne, die bis zum Zweiten Weltkrieg das Zentrum abgedeckt hat, also die katholische Partei, die dann in der Union in den 50er Jahren eine Heimat gefunden haben, bis jedenfalls in die 90er Jahre. Und diese ganzen Milieus, die lösen sich eben auf und das macht das für Menschen auch so schwierig, tatsächlich noch ihre politische Heimat zu finden. Wenn man eben früher Arbeiter war, war der Fall relativ klar. Wenn man früher eben vielleicht katholischer Landwirt war, war der Fall auch relativ klar. Und in diese Milieus gibt es so eindeutig eben nicht mehr und diese Zuordnung zwischen Milieus und Parteien nicht mehr. Und dann ist es eben auch so, dass die Parteien dieser Auflösung der Milieus folgend große Probleme haben, so quasi ihre klare Agenda zu definieren. Philipp, ich denke, das hast du gerade schon sehr schön deutlich gemacht. Selbst innerhalb einer Partei sieht man ja inzwischen sehr konträre Positionen. Also denken wir zum Beispiel an die Linkspartei. Klassisch bezeichnet ja
sozialistische oder gar kommunistische Position häufig eine große Neigung zur Internationalität zur quasi Solidarität auch über Ländergrenzen hinweg. Natürlich ist diese internationale Solidarität auch immer wieder auf die Probe gestellt worden. Ja, wenn das geklappt hätte mit der internationalen, hätte es zum Beispiel den Ersten Weltkrieg nie geben dürfen und so. Aber im Grundsatz jedenfalls ist Nationalismus eigentlich kein Kennzeichnen jedenfalls deutscher linker Positionen. Und zugleich aber sieht man, dass jedenfalls Vertreter wie der Linkspartei wie Sarah Wagenknecht auch sehr deutlich jedenfalls liebäugelt mit einer Rückbesinnung auf das Nationale und auch mit einer Abschottung Deutschlands gegenüber dem Ausland. Ne? Also die, wie soll ich sagen, diese klassischen Sets an Werten, für die bestimmte Parteien traditionell standen, die scheinen sich aufzulösen. Besonders deutlich ist das natürlich in einer GroKo. Ja, da kann man das wie unter dem Brennglas beobachten. Die Union gibt konservative Werte auf und übernimmt Positionen, die klassisch eher die SPD vertreten hat. Die SPD ist jedenfalls in Bürgerrechtsfragen von der Union überhaupt nicht mehr zu unterscheiden, wenn es um Law and Order geht, oder jedenfalls kaum noch. Ja, also vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Bedenkenträger bei der SPD, aber im Ergebnis jedenfalls sieht man das nicht mehr. Insofern scheint es mir auch so zu sein, dass die Abgrenzung zwischen den Parteien immer schwieriger wird. Und dann wäre es ja auch plausibel zu sagen, ja, dann gibt es eben Parteien, die immer mehr, etwas unklar definierte Sets an Positionen vertreten. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, also ein paar Sachen. Also einerseits ja, ne, es gibt so ein paar inhaltliche Verschiebungen, die du beschrieben hast. Aber es gibt ja zum Beispiel auch, was finde ich auch auffällt, ist, die Marktwirtschaft ist eigentlich unumstritten. Eigentlich findest du von links bis rechts bis AfD niemanden, der sagt, nee, wir wollen diese Marktwirtschaft nicht mehr. Wir wollen sie vielleicht in anderen Spielarten. Wir wollen sie ein bisschen liberaler, ein bisschen offener, ein bisschen unregulierter, oder wir wollen sie ein bisschen regulierter, ein bisschen sozial abfedernder. Aber dass die Marktwirtschaft das grundlegende Wirtschaftsprinzip ist, das streitet, glaube ich, heute, findest du kaum jemanden, der das ernsthaft noch abstreitet. So, das ist das eine. Da wird es natürlich schwieriger, sich schon mal da zu differenzieren. Das zweite ist, eine Volkspartei hat sich ja aber immer schon, das Prinzip Volkspartei meint ja, verschiedene Interessen unter einem Dach sammeln. Ja, du hast sozusagen viele Strömungen in einem Volk, nenne ich es jetzt mal, ja, in einer Gesellschaft, und es gibt Parteien, die schaffen eine große Teilmenge dieser Strömungen, dieser Schichten, Milieus, sagen wir mal, unter einem Dach zu versammeln. Und das gelingt derzeit nicht mehr. Ich glaube aber nicht, dass dieses Prinzip an sich verloren gegangen ist. Du kannst trotzdem, glaube ich, es gibt halt keine Partei, die ein Angebot macht für die gesellschaftlichen Veränderungen, die du beschrieben hast. Ja, es gibt halt bestimmte Schichten und Milieus sind verschwunden, andere sind entstanden. Ja, es ist viel internationaler, pipapo, da ist wahnsinnig viel in Bewegung, auch durch Digitalisierung, durch offene Grenzen, durch Mauerfall. Das ist jetzt alles schon ein paar Jahrzehnte her, aber die Auswirkungen, die sehen wir jetzt. Und da ist es den Parteien bisher nicht gelungen, also den bisher großen Parteien nicht gelungen, ein Angebot zu machen, das wieder viele verschiedene Strömungen unter einem Schirm versammelt. Ich glaube aber nicht, dass das Prinzip an sich tot ist. Ja, die SPD ist dazu momentan aber nicht in der Lage, und die CDU schon vielleicht noch ein bisschen besser. Ja, was man ja auch an den Wahlergebnissen sieht. Also ich meine mal ganz ehrlich, zwischen 20% und 33% liegen ja schon irgendwo Welten. Ne? Das muss man schon deutlich sagen. Also die Union hat es ganz offensichtlich deutlich besser geschafft, noch ein klares Profil sich zu bewahren und für eine große Gruppe von Menschen ein klares Angebot zu machen. Und meine persönliche Erklärung dafür wäre, dass die SPD einfach so wenig sozialdemokratisch geworden ist in der letzten GroKo. Und aus meiner persönlichen Sicht ist es auch der Kernpunkt in der GroKo- oder No-GroKo-Debatte. Die Leute, die sich konsequent gegen eine GroKo aussprechen, sind, das finde ich nicht alle, aber jedenfalls typischerweise diejenigen, die finden, dass die SPD wieder ein ehrliches sozialdemokratisches Profil entwickeln sollte, was also zum Beispiel so viel bedeutet wie Solidarität und Chancengleichheit. Und ja, aber das ist ja, ich finde, das ist ja eines dieser komische Paradoxon, dass du einerseits in ganz vielen Bereichen den Ruf nach Gerechtigkeit hast. Ja, es fühlen sich ungerecht, Besitz ist ungleich verteilt, Geld ist ungleich verteilt, Vermögen ist ungleich verteilt. Ja, du brauchst mehr Solidarität, die Gesellschaft driftet auseinander, irgendwie der Zusammenhalt in der Familie wird geringer. Ja, also wir brauchen irgendwie neuen Zusammenhalt. Alles klassisch linke Positionen, und trotzdem können die klassisch linken Parteien wie die Linkspartei und vielleicht auch die SPD davon überhaupt nicht profitieren.
Null. Na, weil die SPD ja ständig mit der Union kuschelt. Na, das ist ja das Problem. Wenn man die SPD wählt, bekommt man unter Umständen trotzdem Angela Merkel. Ne? Ich meine, das ist ja genau das, was man jetzt in dem innerparteilichen, ich sag jetzt mal, Wahlkampf zwischen GroKo und No-GroKo immer wieder erleben kann, dass Menschen sagen, naja, ich stehe da am Wahlkampfstand, ja, also im letzten Jahr, ne, ich stand am Wahlkampfstand und wollte für die SPD werben und dann sagen die Leute, ja, wieso, wenn ich euch wähle, kriege ich doch wieder Angela Merkel. Was soll das denn? Ja, und das ist das große Problem, dass man natürlich für Positionen nicht wirklich überzeugend werben kann, wenn es eine reale Chance gibt oder ein reales Risiko, wenn man das betrachten will, dass nach der Wahl dann ganz andere Positionen jedenfalls mit eingekauft werden. Ja, ich will ja nicht sagen, dass gar keine sozialdemokratische Position zum Beispiel in diesem Koalitionsvertrag jetzt drinstehen. Wir haben das ja ausführlich analysiert in der Lage. Das ist natürlich ein Dokument, das auch sozialdemokratische Handschrift trägt. Und insbesondere bei der Verteilung der Ministerien hat die SPD ja durchaus einige Erfolge vorzuweisen. Die Frage ist einfach nur, selbst wenn es so käme, ja, wie das jetzt eben im Koalitionsvertrag steht, wäre das hinterher eine Bilanz, mit der man am Wahlkampfstand sagen kann, darum SPD. Und da fragen sich einfach sehr viele Sozialdemokraten, ob das denn tatsächlich reichen würde. Ja, also ich glaube, für die SPD, die ist entstanden im Kontext der Industrialisierung, wo auch wahnsinnige soziale Umbrüche zu verzeichnen waren. Und sie hat halt für die Leute, die davon betroffen waren, ein Angebot gemacht. Und ich glaube, die SPD müsste jetzt in die Lage kommen, wir haben den jetzigen gesellschaftlichen Umbruch, der wird geprägt von Digitalisierung, völlig neuen Arbeitsverhältnissen etc. Und dafür muss sie es schaffen, ein Angebot zu machen, was nicht technikfeindlich ist, sondern sie muss eins machen, wo du sagst, ja, wir haben diese Technik, wir finden in Teilen gut, aber wir wollen diese neue Welt gestalten. Und ein Teil davon ist, wir wollen sie gerechter gestalten, wir wollen auch innerhalb dieser Welt einen sozialen Ausgleich schaffen. Aber ich glaube, du musst da eine Stufe größer denken, dass du musst eine Zoom-Stufe noch rausnehmen. Du kannst nicht nur sagen, wir wollen irgendwie das, was wir haben, gerechter machen, sondern du musst um so eine Vision zu entwerfen, musst du sagen, wir nach der Industrialisierung haben wir jetzt die Digitalisierung und wir sind die Partei, die diese Digitalisierung, diese neue Welt gerechter und ein bisschen sozialer gestaltet, als das die anderen vorhaben. Und da hat die SPD noch keine Antwort drauf. Das ist viel zu klein, finde ich, was die machen. Das würde ich im digitalen Bereich auch unterschreiben. Ich würde aber da auch nicht nur auf die SPD eingehen wollen. Wir haben diese, ich sage jetzt mal etwas platt, Identitätskrise der Parteien natürlich auch bei anderen Parteien. Da schmerzt es nur an anderer Stelle. Also nehmen wir die Linkspartei, die ja theoretisch von der, ich sage jetzt mal, sozialen Schwäche der SPD, in Anführungsstrichen, ja, weil es ja nicht um sozial schwache Menschen geht, sondern um die Schwäche des sozialen Profils oder des sozialdemokratischen Profils. Davon könnte ja theoretisch die Linkspartei profitieren. Ne? Du hast es eben schon angedeutet, Philipp, ne? Wenn die SPD nach rechts rückt, könnte man ja denken, dass die Menschen, die quasi links hinten runterfallen, dann in der Linkspartei ein politisches Zuhause finden. Aber der Linkspartei scheint das eben auch nicht so richtig zu gelingen, sich als eine Partei zu etablieren, die für die soziale Alternative zur GroKo steht. Ja, theoretisch hätte man denken können, okay, Union und SPD rücken irgendwie gemeinsam in die Mitte und die Leute, die sich von der SPD nicht mehr vertreten fühlen, wählen Linkspartei. Das passiert aber nicht, jedenfalls nicht in großer Zahl, sondern viele von denen wählen mit einmal sogar AfD oder auch FDP. Und da, wenn man sich das mal überlegt, dann glaube ich, sind wir wieder bei dem Punkt der Verunsicherung. Das haben wir ja im Kontext der AfD immer wieder analysiert und da gibt es inzwischen auch eine ganze Reihe empirischer Untersuchungen, die das stützen, also quasi Umfragen oder auch Untersuchungen, die so das soziale Milieu der AfD-Wähler mal in den Blick nehmen. Und es sind eben typischerweise nicht die Menschen, die schon ganz unten am Ende der sozialen Skala angelangt sind, sondern sind vor allem Menschen, die sich um ihre soziale Situation fürchten. Und ich glaube, dass da einfach ein ganz wesentlicher Schlüssel liegt. Ne? Wir haben es eben gesagt, Milieus lösen sich auf und es ist eben auch viel verloren gegangen an sozialer Sicherheit in Deutschland. Und da kommt man um das Schlagwort Hartz IV im Grunde gar nicht drum herum, dass einfach viele Menschen so aus der Mitte der Gesellschaft sich fürchten, was passiert denn eigentlich, wenn ich arbeitslos werde, ne? Stürze ich dann ins Nichts. Das war früher anders, bevor Hartz IV eingeführt ist. Da konnte man sich noch so halbwegs sicher sein, dass man ein gewisses soziales Niveau halten kann. Und ich glaube, dass diese Verunsicherung viel breitere Kreise zieht als nur allein die materielle Frage, also wovon soll ich leben? Denn diese Verunsicherung in materieller Hinsicht, ja, stürzt sich in Hartz IV ab, die trifft sich eben mit so Verunsicherungen, was die sozialen Milieus angeht. Ne? Stichwort Einbindung in die Kirche, Einbindung in Gewerkschaften, Einbindung vielleicht auch in Vereine, ja, Vereinbindung in andere soziale Gruppen. Und es ist so eine Atomisierung der Gesellschaft und die führt einfach bei vielen Menschen zu einer Verunsicherung. Und das ist, glaube ich, im Wesentlichen das Angebot der AfD, einfache Rezepte und Scheinlösungen, die aber Menschen so eine wohl
wohlige Geborgenheit vermitteln wollen. Ja, und zwar gerne in Abgrenzung gegenüber den anderen. Ne? Das ist ja immer ein sehr einfaches Mittel, um die eigene Identität zu bekräftigen, um das Wir-Gefühl zu stärken, um das Ich-Gefühl zu stärken, ist, dass man sich abgrenzt gegenüber den anderen. Ne? Wir gegen die anderen. Und dieses Schema bedient die AfD natürlich ganz wunderbar. Da geht es offensichtlich zuallererst mal gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Aber das ist ja nicht das Einzige. Ne? Dieses Freund-Feind-Schema bedient die AfD ja zum Beispiel auch in der Abgrenzung zu Eliten. Ja? Also die da oben, die Politiker, die sind alle schlecht. In der Abgrenzung zu den Massenmedien. Die klassischen Journalisten sind alle böse. Die Wahrheit verbreitet nur die, verbreiten nur AfD-Blogs. Oder auch die Abgrenzung wir Deutschen gegenüber Europa. Die EU wird ja auch sehr kritisch betrachtet. Und dieses künstliche Schaffen von Gegensätzen, um die eigene Identität zu stärken, das ist aus meiner Sicht einfach wahnsinnig faszinierend und erklärt aus meiner Sicht auch sehr gut, wieso so verunsicherte Menschen eben bei der AfD eine Heimat finden können. Im Auge des Orkans, der Pulverisierung des deutschen Parteiensystems, da steht momentan die SPD, die sich ja mitten in einer Mitgliederbefragung befindet, ob es jetzt eine große Koalition geben wird oder nicht. Und gleichzeitig, also der Parteivorstand von der SPD tourt durch die Lande und wirbt für die GroKo und die Jusos in Person von Kevin Kühnert, ihrem Vorsitzenden, tourt durch die Lande und wirbt für No-GroKo, also die Ablehnung der Großen Koalition. Und da hat es in dieser Woche doch erheblichen Wirbel gegeben, weil sich Kevin Kühnert einer, muss man schon sagen, Schmutzkampagne der Bild-Zeitung gegenüber sah. Ulf, was ist da passiert? Ja, die Bild-Zeitung hat das ganz groß aufgemacht. Sie hat auf der Titelseite nämlich geschrieben, ich sehe jetzt ein Zitat, neue Schmutzkampagne bei der SPD, Ausrufezeichen. Und nach diesem Bericht der Bild-Zeitung soll Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende, die Hilfe eines Russen namens Juri angenommen haben, um mit Hilfe von Bots seine Anti-GroKo-Kampagne zu unterstützen. Also im Grunde hat die Bild geglaubt, sie hätte aufgedeckt, dass die Jusos so nach dem Vorbild der Manipulationen im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, ja, wobei die da auch nicht bewiesen sind, aber man fürchtet, dass sie da vorgekommen sein könnten, ja, eine solche Kampagne gefahren hätte. Und als vermeintlichen Beweis führte die Bild-Zeitung eine von einem Informanten zugespielte E-Mail-Unterhaltung zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und diesem Juri an. Und der Witz dabei ist, dass die Bild-Zeitung die SPD damit auch konfrontiert hat. Die SPD hat auch gesagt, nee, das ist offensichtlich Fake, denn von dieser Adresse, von der angeblich diese Mail von dem Leaker kam, kann man gar keine E-Mails schicken. Das hat die Bild aber nicht interessiert. Sie haben die Geschichte trotzdem gebracht und nur im letzten Satz darauf hingewiesen, dass die Echtheit der E-Mails nicht bewiesen ist. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Titanic, das deutsche Satiremagazin, der Bild-Zeitung diese gefakten Beweis-E-Mails zugespielt hat und damit letzten Endes die Recherche der Bild-Zeitung aufs Kreuz gelegt hat. Wir haben jetzt heute am Telefon in der Lage Nation den Vorsitzenden der Jusos, Kevin Kühner, der befindet sich gerade auf No-GroKo-Tour und hatte gerade eine Veranstaltung in Bad Schwartau. Kevin Kühner, wie war die Stimmung im Saal in Bad Schwartau? Ach, die war eigentlich ganz ähnlich wie an den anderen Abenden zuletzt auch. Ne? Es war volle Hütte, also sicherlich 300 Leute da gewesen, die sehr, sehr diskussionsfreudig waren und zwar nicht über irgendwelche Personalfragen, sondern die wollten über Inhalte diskutieren. Ich habe mit dem Ralf Stegner zusammen auf dem Podium gesessen und wir haben über 2 Stunden sehr gesittet da diskutiert und so ist das eigentlich im Moment jeden Tag. Bei uns kamen viele so per Twitter Anfragen an, so nach dem Motto, die Wahlunterlagen für die GroKo-Abstimmung sind jetzt verschickt worden und dabei war halt eine mehrseitige Werbebeilage des SPD-Vorstands, der nochmal ausführlich für die GroKo wirbt mit vielen Argumenten und No GroKo gibt's eben nicht, ist nicht vorgekommen. Führt der SPD-Parteivorstand da eine unfaire Kampagne? Ach naja, der Vorstand hat schon das Recht, auch seine Position zum Ausdruck zu bringen, die er ja nun mal mit Mehrheit beschlossen hat. Die Frage ist halt, ob es sonderlich glücklich war, das jetzt nochmal mit mehreren Seiten Papier zu tun. Mein Eindruck nach vielen Gesprächen auch in den letzten Tagen war, dass sich da einige Mitglieder eher so ein bisschen entmündigt vorgekommen sind, weil ihnen offensichtlich nicht zugetraut wird, da auf Basis der Fakten eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Insofern glaube ich, dass sie sich gar keinen Gefallen damit getan haben. Viel unglücklicher finde ich persönlich, dass die Regionalkonferenzen, die die SPD in den letzten 2 Wochen durchgeführt hat, dass die vor allem ohne
ohne kritische Stimmen in dem Sinne ausgekommen sind, dass eben auf der Bühne keine Pro-Kontra-Diskussion stattgefunden hat. Bei allen Veranstaltungen, die wir Jusos jetzt zuletzt organisiert haben, gehörte das ganz selbstverständlich immer mit dazu, weil nur so kann man eine ordentliche Debatte miteinander führen, wenn Pro und Kontra vertreten sind. Und glauben Sie denn, dass das No-GroKo Erfolg haben wird, dass das abgelehnt wird? Na, zumindest glaube ich, dass wir eine realistische Chance haben. Das hat man ja bei dem Parteitag in Bonn gesehen, wo wir 44% auf unserer Seite hatten. Und Parteitag ist jetzt echt keine Basisveranstaltung. Also insofern scheint es ja erstmal ein grundsätzliches Potenzial zu geben. Das sehe ich auch bestätigt, wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Veranstaltungen im Moment laufen. Aber besondere Spannung in dieser Abstimmung kommt ja dadurch zustande, dass es halt ausnahmsweise, wir sind ja da alle so ein bisschen entwöhnt, mal keine Umfragen oder so im Vorfeld gibt, sondern wir müssen uns echt auf unser Gefühl verlassen und das Ergebnis kennen wir dann erst nächsten Sonntag. Ja, es bleibt in der Tat spannend. Stichwort Kampagne, da gab es in den letzten Tagen auch noch so ein bisschen Sperrfeuer, möchte ich es mal nennen, von Seiten der Bild-Zeitung. Wir haben das eben gerade schon erläutert, worum es da inhaltlich ging. Herr Kühnert, wie haben Sie diese Kampagne und letztlich ja diese PR-Pleite der Bild-Zeitung wahrgenommen? Denn letztlich ging es ja um Sie. Man könnte fast sagen, dass es eine Schmutzkampagne war, die möglicherweise auch gegen Sie persönlich gerichtet war. Ja, die Bild hat uns einen Tag vor der Veröffentlichung damit konfrontiert, mit diesen, wie wir heute wissen, gefakten E-Mails mit den entsprechenden Screenshots. Und klar, im ersten Augenblick guckt man sich schon mal kurz nach der versteckten Kamera um, die leider dann nicht da war. Da kommt man sich schon wie in einem ganz schlechten Agenten so irgendwie vor. Die haben dann die Story gebracht. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht sonderlich überrascht am Ende gewesen, weil es ist die Bild-Zeitung. Wir wissen auch alle, wie die arbeiten und dass die auch aus einer halbgaren bis überhaupt nicht garen Nummer eine Titelseitengeschichte machen, wo sie dann im letzten Satz des dazugehörigen Artikels schreiben, dass es für die Echtheit dieser Mails keine Belege gibt. Spricht halt mehr für deren journalistisches Handwerkszeug, dass es irgendwas über mich oder die Jusos jemals ausgesagt hätte. Aber ärgerlich war es allemal, vor allem, weil es ein paar Tage lang auch nochmal den Fokus von der eigentlichen Frage, nämlich der des Mitgliedervotums, weggezogen hat. Das ärgert mich schon. Wir haben jetzt Umfragen gesehen, wo die SPD plus minus 16% bekommen hat, zum Teil in einigen Umfragen auch schlechter als die AfD war. Sind Sie dafür verantwortlich? Nee, das mit Sicherheit nicht. Ich würde die Schuld aber auch nicht irgendeiner anderen Person oder Gruppe exklusiv in die Schuhe schieben. Wenn so eine alte, stolze Partei innerhalb von 20 Jahren ihr Ergebnis halbiert und 300.000 Mitglieder verliert, dann ist nie nur eine Person oder eine Entscheidung daran schuld. Und deswegen habe ich die letzten Wochen auch darum geworben, die schlechten Umfrageergebnisse nicht als taktisches Mittel in der Debatte um den Mitgliederentscheid jetzt einzusetzen, weil es wäre eine völlig, also ich hielte es für eine völlig unzulässige Vereinfachung zu sagen, die eine oder die andere Seite hat das jetzt verursacht. Das habe ich tatsächlich als Argument so auch nirgendwo gehört. Sie haben es gerade schon angesprochen, die eine oder die andere Seite. In der Tat geht zurzeit schon ein Riss durch die Sozialdemokratie in Deutschland. Die Jusos sind doch weit überwiegend, nach meiner Wahrnehmung jedenfalls, auf der Seite No GroKo. Auf der anderen Seite steht derzeit der Parteivorstand, aber zum Beispiel auch der DGB hat sich jüngst noch sehr deutlich für die GroKo ausgesprochen. Herr Kühnert, würden Sie das so einschätzen, dass Sie derzeit die SPD spalten oder sehen Sie in dieser Konfrontation innerhalb der Sozialdemokratie möglicherweise auch eine Chance für die Partei? Ja, also von Spaltung könnte man dann sprechen, wenn das jemand aktiv herbeigeführt hat. Aber diese zerrissene Stimmung in der Partei, die war ja vorher schon da, die musste ja niemand entfachen. Ja, wir geben halt einem Teil der Mitglieder in der Auseinandersetzung eine Stimme. Ja, würden wir das nicht tun, wäre es, glaube ich, viel schlimmer um die Partei bestellt, weil dann würde denen überhaupt niemand in der Öffentlichkeit eine Stimme geben. Sagen wir mal, wir bekommen eine große Koalition. Was hält diese Leute dann eigentlich noch in der Partei, wenn niemand ihnen den Eindruck gibt, sie sind dort gut aufgehoben und auch bis in die Spitze hinein vertreten? Insofern ist das, was wir gerade tun, glaube ich, eher was Hilfreiches, denn etwas Spaltendes. Und deswegen machen wir uns da auch überhaupt keine Vorwürfe an dieser Stelle. Demokratischer Streit muss in Parteien möglich sein. Das ist nichts Unanständiges. Bevor wir zur letzten Frage kommen, noch eine fällt mir gerade noch ein. Wir haben eben über das Feedback von einem Hörer gesprochen, der sagte, dass die Zeit des deutschen Zwei-Parteien-Systems mehr oder weniger gegessen ist und dass wir jetzt so niederländische Verhältnisse haben und dass sich so links-rechts alles auflöst und dass eben sozusagen, wie gesagt, wir jetzt so ein Mehrparteiensystem haben, wo mehr oder weniger 5-6 Parteien
gleich viele Stimmen haben. Würden Sie auch sagen, dass sich das Parteiensystem das alte zerlegt hat oder zerlegt, und wie wird das so in Zukunft aussehen? Das halte ich noch nicht für ausgemacht, ne? Aber ausgeschlossen ist es auch nicht. Ich glaube zumindest, dass die großen, ehemals großen Parteien dann ihre Daseinsberechtigung als Volksparteien verspielen, wenn sie sich in endlose große Koalitionen hineinbegeben, weil dann fehlt irgendwann wirklich der Grund, warum sie noch groß sein sollen. Wenn sie immer zusammen regieren und die Unterschiede nicht mehr miteinander austragen, wenn der Öffentlichkeit nicht mehr eine Alternative zwischen einer Partei Mitte links und einer Partei Mitte rechts angeboten wird, dann schauen sich die Menschen, und das sehen wir im Moment, nach anderen Alternativen um. Manche schauen sich dann sogar nach solchen Alternativen um, die genau diesen Begriff in ihrem Parteiennamen tragen, aber gar keine politischen Alternativen anzubieten haben. Und insofern glaube ich, dass die Große Koalition zumindest keinen Dienst an der Demokratie bedeutet, wenn sie zu einer Endlosschleife wird, und das droht uns im Moment ganz konkret. Jetzt die letzte Frage, also angenommen die GroKo kommt, Gabriel und Co. haben schon den Willen geäußert, dass Sie, Kevin Kühnert, auch Karriere machen sollen in der Partei. Stehen Sie denn, falls die GroKo kommt, für Führungspositionen in Partei und oder Regierung zur Verfügung? Also ich bin vor 3 Monaten jetzt gerade in mein Amt gewählt worden und überhaupt nicht auf der Suche nach irgendwas Neuem. Ganz das ehrlich, sind Sie nicht auf der Suche, aber würden Sie es machen, wenn man Ihnen Staatssekretär oder Generalsekretär oder sowas anbietet? Ja, die SPD muss nicht mir was anbieten, wenn sie jemanden einbinden will. Die SPD muss den Jusos was anbieten, wenn sie die einbinden will. Aber dann würden Sie es auch machen. Das hat ja nichts mit einer einzelnen Person zu tun. Dann würden Sie es auch machen, wenn man ihnen was anbietet. Damit ist der SPD auch überhaupt nicht geholfen, wenn man es der einen Person anbietet. Ja, weil dadurch wird die Partei am Ende nicht besser werden. Es geht darum, dass auf allen Ebenen eine größere Vielfalt zum Tragen kommen muss. Und dazu gehört auch, mehr junge Menschen einzubeziehen. Sowas wie jetzt in den Koalitionsverhandlungen, wo die SPD in ihrer großen Verhandlungsrunde mit 35 Leuten sitzt und der Jüngste ist der Generalsekretär, der vor wenigen Tagen seinen 40. Geburtstag gefeiert hat. Sowas darf nie wieder passieren, denn wo junge Menschen nicht beteiligt sind an politischen Prozessen, da sehen die Ergebnisse am Ende auch entsprechend aus. Dann werden nämlich deren Themen auch nicht verhandelt. Aber das darf nicht mehr passieren. Aber was müsste man ihnen denn anbieten, damit sie in der GroKo mitmachen als in führender Position? Man muss mir überhaupt nichts anbieten, weil ich nach überhaupt gar nichts suche. Wenn ich am Ende dieser ganzen Geschichte eine ganz kleine Fußnote in der Geschichte der Sozialdemokratie bin, ist alles völlig in Ordnung gewesen. Ja, im Moment geht es darum, dass diese Partei überhaupt überleben kann und dass einige da schon wieder in den alten Reflex verfallen, das Fell eines Bären zu verteilen, der noch gar nicht erlegt wurde, ist bezeichnend. Okay, also Sie suchen nicht, aber ein Dementi habe ich da eben auch nicht gehört. Dann ist das so Ihre Interpretation. Okay. vielen Dank für das Gespräch. Das war quasi direkt aus dem Auto von der Wahlveranstaltung oder von der Diskussionsveranstaltung in Bad Schwartau. Der Vorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für die Lage der Nation. Vielen Dank. Danke. Gute Reise. Jo, bis dann, ne? Tschüss. Ciao. Tschüss. In München hat diese Woche, beziehungsweise Anfang der Woche, Ende letzter Woche, die sogenannte Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden. Lea Bürgerding hat da für uns ein bisschen recherchiert. Wir wollten sie eigentlich hier in die Sendung holen. Das hat aber jetzt leider aus technischen Gründen nicht geklappt. Deswegen fassen wir mal so ein bisschen zusammen, was Lea da zusammengekramt hatte. Ulf, was ist eigentlich diese Münchner Sicherheitskonferenz? Ja, erstmal von mir aus ganz herzlichen Dank auch an Lea für ihre super Vorbereitung. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist eines der bedeutendsten Foren für Außen- und Sicherheitspolitik. Jährlich treffen sich dort etwa 500 Politiker und Experten. Meist kommen auch etwa 20 Staats- und Regierungschefs. In diesem Jahr waren zum Beispiel Benjamin Netanyahu, der Premierminister von Israel, und Theresa May, die britische Premierministerin, da. Außerdem Dutzende von Ministerinnen und Ministern. Diese Sicherheitskonferenz wird nicht staatlich organisiert. Das ist also eigentlich eine private Veranstaltung, wo die Politiker zu Gast sind. Und die Hoffnung ist, dass sie da abseits der Medien auch einmal Klartext miteinander reden. Ja, das ist im Grunde so ein bisschen auch gedacht als ein Gipfel ohne staatlichen Rahmen. Ne? Auf so Gipfeln wird ja eben häufig dann auch vor allem sehr diplomatisch miteinander gesprochen. In München soll Klartext gesprochen werden, wo man sagen muss, die diesjährige Sicherheitskonferenz zeichnete sich dadurch aus, dass es eben nicht besonders viel Dialog gab, nicht besonders viel Einklang, nicht besonders viel Solidarität, sondern dafür sehr, sehr viel Konfrontation und Provokation. Man muss deutlich sagen, dass die Sicherheitskonferenz im Grunde so ein Spiegelbild der doch wieder unsicher gewordeneren
unsicherer gewordenen und durchaus aggressiver gewordenen Weltlage ist, es wurde im Grunde deutlich in München, die Großmächte der Welt steuern auf viele, viele neue Konflikte zu und letztlich muss man sagen, überall auf der Welt lodern diplomatische Konflikte, die aber natürlich auch noch weiter eskalieren können. Und einen dieser Konfliktherde wollen wir uns jetzt mal näher ansehen. Das ist nämlich der Nahe Osten, seit Jahrzehnten ein umstrittenes Gebiet auf der Welt. Und da wiederum haben wir uns zwei quasi Teilkonflikte ausgesucht, um sie euch nochmal vorzustellen, wobei die wiederum auch verbunden sind oder so langsam aber sicher ineinander hinein wuchern. Philipp, der erste ist der Konflikt zwischen Iran und Israel. Ja, genau. Iran und Israel ist wirklich ein sehr, sehr alter Konflikt. Also der basiert im Prinzip darauf, dass der Iran Israel das Existenzrecht aberkennt und lange zumindest dafür geworben hat, Israel zu vernichten, einfach aus der Karte zu tilgen. Israel hat dementsprechend riesige Angst quasi vor iranischer Übermacht in der Region. Und das ist sozusagen ein Konflikt, der auch da auf der Sicherheitskonferenz nicht eskaliert ist, aber zumindest so zutage getreten ist, weil eben beide Vertreter, beide Präsidenten da waren und sich ordentlich auch beschuldigt haben, also Politik der Aggression zu betreiben. Und das passiert aber natürlich alles vor dem Hintergrund des Syrien-Konflikts. Und da gab es diese Woche auch wirklich erschreckende Nachrichten aus Syrien, wo sich eben auch mittlerweile Israel und Iran über Stellvertreter, ja, Kriege und Fraktionen und Auseinandersetzungen gegenüberstehen. Und Syrien ist sozusagen der Kristallisationspunkt und der Kochtopf, in dem das gerade alles zusammengerührt wird und in dem die Spannungen nicht nur zu sehen sind, sondern eben auch deutlich steigen und aus dem sich auch viel dieser Angst speist, die da auf dieser Sicherheitskonferenz in München zu spüren war, wohl, dass es eben wahnsinnig viele Konflikte gibt, die echt in zum Teil vielleicht auch größere Kriege eskalieren können. Und in Syrien ist es jetzt halt so, und das haben wir uns jetzt diese Woche mal ein bisschen genauer angeguckt, weil wir da immer einen großen Bogen drum gemacht haben, weil es einfach so kompliziert ist und wir uns da jetzt auch nicht so wirklich berufen gefühlt haben, da irgendwas Substanzielles zu sagen. Aber in dieser Woche haben wir uns da doch mal ein bisschen mehr einen Blick drauf geworfen und da kamen dann schon noch mal einige Haarmomente, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Also der konkrete Anlass jetzt ist natürlich dieses Massaker in Ostghuta. Ja, das ist so, sagen wir mal, unter dem Brennglas, das, was jetzt in dieser Woche für viel Erschrecken und Aufregung gesorgt hat. Also Ostghuta ist so ein Vorort, kann man vielleicht sagen, von Damaskus. Da leben 400.000 Einwohner und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, 400.000 Einwohner. Pankow, der Stadtteil, in dem ich lebe, hat jetzt auch seinen 400.000. Einwohner vor kurzem gefeiert. Und dann hieß es ja, und Ostghuta ist doch auch nur 10 Kilometer vom Palast des syrischen Präsidenten Assad entfernt. Und dann dachte ich, okay, wie weit ist das Kanzleramt entfernt? Das ist 10 Kilometer entfernt. Und dann wurde mir zum ersten Mal klar, in Ostghuta werden, je nach unterschiedlichen Angaben, wurden in der letzten Woche 400 bis 500 Menschen getötet. Das ist angeblich ein Bereich, in dem sich noch, sagen wir mal, Rebellen aufhalten, die gegen Assad kämpfen und gegen seine Armee. Und jetzt ist Assad seit einigen Tagen dabei, dieses 400.000 Einwohner große Gebiet quasi in Schutt und Asche zu legen. Also es werden Krankenhäuser bombardiert, auch von der russischen Luftwaffe, von der syrischen Luftwaffe. Es werden Schulen bombardiert, Kinder sterben. Wie gesagt, 400 bis 500 Tote allein in der letzten Woche. Merkel spricht von einem Massaker. Merkel sagt, das Regime kämpft nicht gegen Terroristen, sondern es bekämpft seine eigene Bevölkerung. Und dieses Drama, was man da sieht, das beraubt an jeder Sprache. Das ist wirklich so, als würde Merkel aus dem Bundeskanzleramt Pankow in Schutt und Asche legen. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass wir uns mal ein bisschen noch mal genauer angeguckt haben, eine Karte, die in der SZ erschienen ist. Und da finde ich, da lohnt ein Blick drauf, weil so eine Karte dann doch schon mal, ja, hilft, diesen Konflikt oder was da überhaupt passiert, die Lage ein bisschen besser zu verstehen. Denn mein Problem war immer, in der ganzen Rezeption dieser Geschichte, ich habe überhaupt nicht überblickt, Aleppo, wo ist das? Homs, wo ist das? Ostghuta, Damaskus, wo ist das? Kurdische Gebiete, was heißt das, kurdische Gebiete? Afrin, wo ist das? Und diese Karte, Ulf, die habe ich dir auch mal reingegeben, wir haben uns mal zusammen angeguckt. Die, finde ich, hilft schon enorm, um sich mal so ein Bild zu machen von dem, was da gerade passiert, oder?
Ja, das sehe ich ganz genauso, Philipp. Insofern bin ich sehr froh, dass du diese Karte ausgegraben hast. Nun sind wir ja ein Podcast, ein Audio-Podcast, deswegen müssen wir sie einfach ein kleines bisschen beschreiben, diese Karte, damit die Hörerinnen und Hörer auch was davon haben. Also Syrien liegt, das ist kein Geheimnis, im Nahen Osten und ist umgeben im Wesentlichen von der Türkei im Norden, von Jordanien im Süden und von vom Irak im Osten. Das sind also die unmittelbaren Nachbarstaaten. Und dann gibt es noch eine kleine Grenze zum Libanon und eine ganz kleine Grenze auch zu Israel. Das sind die sogenannten Golanhöhen, die man vielleicht auch schon aus den Nachrichten kennt. Das heißt also, eine ganze Reihe von Nachbarstaaten haben ein offensichtliches Interesse daran, wie die Situation in Syrien sich weiter entwickelt. Und wenn man sich diese Karte anguckt, wie so die gegenwärtigen Herrschaftszonen ansehen, dann gibt es im Wesentlichen eine große, auf dieser Karte der SZ grün dargestellte Zone. Das sind so etwa zwei Drittel des Landes. Die sind inzwischen wieder unter der Kontrolle der syrischen Zentralregierung, das heißt also des jedenfalls aus westlicher Sicht Diktators Bashar al-Assad. Und dann gibt es etwa ein Drittel, würde ich schätzen, auf der Karte im Nordosten, im Grunde das Gebiet nordöstlich des Euphrat, also des Flusses Euphrat, das weitgehend unter Kontrolle ist von kurdischen Truppen. Es gibt da noch so eine kleine Enklave, die besetzt ist von islamistischen IS-Truppen, aber im Prinzip ist dieses Gebiet weitgehend unter kurdischer Kontrolle. Und das ist deswegen so brisant, weil die Kurden wiederum, oder weil dieses Gebiet eben angrenzt an die Türkei und die Kurden leben ja teilweise auch auf türkischem Territorium, sind dort eine Minderheit und werden von der türkischen Regierung sehr hart verfolgt. Es gibt natürlich auch kurdische Gruppen, die sowohl von der türkischen Regierung als auch von der EU zum Beispiel als Terroristen angesehen werden, zum Beispiel die PKK. Aber jedenfalls muss man immer wissen, in der Türkei gibt es einen starken Konflikt zwischen der türkischen Regierung und den kurdischen Terroristen und auch einfach der kurdischen Bevölkerung. Ja. Und auf der anderen Seite der Grenze in Syrien haben nun wiederum kurdische Gruppen längst die Kontrolle übernommen über große Teile syrischen Gebiets. Das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Dieses Land ist im Prinzip geteilt, so momentan. Ja. Also auf der einen ein bisschen kleinerer Teil, der ist kurdisch. Ich dachte immer, das wäre so ein paar Enklaven. Nein, das ist quasi ein Riesengebiet. Das ist ein Drittel des Staates, ist quasi unter kurdischer Kontrolle. Zwei Drittel links gesehen sind im Prinzip unter der Kontrolle der syrischen Armee. Und dann gibt es in allen Gebieten so wie kleine Flecken über das Land verteilt, so man nennt das so Enklaven, also Gebiete, die so wie so kleine Inseln in diesen großen Gebieten schwimmen. Das ist auf dem kurdischen Gebiet, ist es so ein bisschen IS, aber der IS spielt laut Karte und nach dem, was man so liest, in Syrien eigentlich keine große Rolle mehr. Der ist weitgehend besiegt. Es gibt noch so die ein oder andere kleine Fleckchen, was hier rot eingezeichnet ist, aber das spielen im Prinzip keine große Rolle mehr. Und dann gibt es einige, vor allen Dingen blaue Flecken, vor allen Dingen in diesem grünen Bereich, der also von der syrischen Armee beherrscht wird. Und diese blauen Bereiche symbolisieren Bereiche, in denen diese sogenannten Rebellen noch, sagen wir mal, die Herrschaft haben. Und diese Rebellen, das waren früher mal am Anfang, als das so losging, 2011 im Rahmen des arabischen Frühlings, eigentlich eher, sagen wir mal, bürgerlich geprägte Rebellen, kann man gar nicht sagen, aber Widerstandsgruppen, die gegen halt diesen Diktator Assad aufbegehrt haben. Mittlerweile sind die aber weitgehend in den Hintergrund gedrängt worden und Rebellen meint jetzt eigentlich ein buntes Wirrwarr und Mischmasch aus weitgehend islamistischen Gruppen, so wie ich das verstanden habe. So, und die haben also noch so kleine Herrschaftsgebiete, die über dieses syrische, über Syrien und das Gebiet der syrischen Armee verteilt sind. Und der syrischen Armee und Assad geht es jetzt also darum, diese Gebiete auch noch unter ihre Kontrolle zu bringen. Dass diese kleinen Flecken, also auf der Karte, wie gesagt, ne, ist es im Prinzip so grün dargestellt. Wir verlinken natürlich die Karte, wer das mal nachgucken will, kann das sich auch anschauen. Also grün dargestellt eben die von der syrischen Regierung beherrschten Gebiete. Und da drin sind so kleine blaue Kleckse, ja, kleine blaue Flecken. So 5, und 6, wie sowas in der Größenordnung. Genau, und vielleicht noch, ich schätze jetzt einfach mal, vielleicht noch mal 10% des Landes höchstens. Und tritt jetzt die syrische Regierung, Bashar al-Assad, quasi zu den entscheidenden Offensiven an und möchte diese letzten von Rebellen, Klammer auf, hat Philipp schon gesagt, von den ganz verschiedenen Gruppen gehaltenen Gebiete noch unter seine Kontrolle bringen. Und dieses sogenannte Ostghuta, wo jetzt gerade in den letzten Tagen die Kämpfe so extrem eskaliert sind, das ist eben so eine winzig kleine Enklave, unmittelbar
Aufgabe neben Damaskus, die Assad jetzt, man kann es gar nicht anders sagen, im Grunde erst einebnen und dann erobern möchte. Genau, und das, so wie er das mit Aleppo im Norden schon vor Monaten, glaube ich, ist es schon her, gemacht hat, selbe Prinzip, irgendwelche Rebellengruppen sind da drin, er will das zurückerobern und tut das ohne Rücksicht auf Verluste, mit Hilfe der Russen aus der Luft, mit Hilfe iranischer Milizen auf dem Boden, und dann wird halt die Stadt platt gemacht und da sterben Zivilisten, da wird keine Rücksicht genommen auf gar nichts, und mittlerweile ist Aleppo zurückerobert, komplett zerstört. Jetzt gibt es halt noch diese anderen blauen Flecken, Ostghuta ist einer davon, Idlib, ne, das ist nicht nur die Stadt Idlib im Norden, sondern das ist so eine ganze Region um Idlib herum. Das sind noch so die anderen großen Gebiete und die sollen jetzt halt Stück für Stück zurückerobert werden. Ostghuta ist er dabei, wie gesagt, ein Massaker, was läuft, wo niemand irgendwas tut. Was jetzt aber auch auffällt bei der Betrachtung dieser Karte und bei dem Text, den die SZ dazu geschrieben hat, den wir auch verlinken, der auch sehr interessant ist, ist, dieses Syrien, das wird, so ist der Eindruck, wahrscheinlich auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte, ein Kriegsschauplatz bleiben, weil in Syrien mittlerweile so viele Länder ihre Interessen militärisch vertreten, dass völlig unklar ist, wie man das lösen will. Also nur als Beispiel, wir haben Bashar al-Assad, der ist Herrscher in Syrien, der wird unterstützt vor allen Dingen von den Russen, ja, die halt endlich einen Standfuß wieder in der arabischen Welt haben wollen, die ans Mittelmeer wollen. Der unterstützt sie, Russland unterstützt Syrien vor allen Dingen mit der Luftwaffe. Die sind wohl in allen Rückeroberungen Aleppo und jetzt Ostghuta auch aus der Luft beteiligt. Der andere und die andere Unterstützung, die Assad bekommt, ist aus dem Iran. Ja, Iran ist schiitisches Land. Syrien zwar mehrheitlich von Sunniten bewohnt, aber eben in Form von Assad doch ein, sag mal, der größte schiitische Verbündete des Irans in der Gegend. Der Iran unterstützt es. Der Iran bezahlt Söldner, also Milizenarmeen, da muss man sich vorstellen, das sind halt Menschen, die aus allen Krisenstaaten der Welt, Afghanistan, Pakistan, Irak kommen, Geld kassieren und dann eben orchestriert durch den Iran für Assad in Syrien kämpfen. Das sind nach SZ-Angaben Tausende, Zehntausende Menschen, die da jetzt quasi kämpfen. Dann gibt es noch diese merkwürdige Milizenorganisation Wagner aus Russland, was mehr oder weniger eine privat finanzierte Milizarmee ist, ja, die Russland, mit der Russland offiziell nichts zu tun hat, aber die auch für Assad da unterwegs ist. Also, ne, und dann gibt es halt noch andere Einflussgifte, dann gibt es halt die Kurden, jetzt gibt es die Türkei, ja, die halt, du hast es geschildert, Ulf, wahnsinnige Angst hat, dass sich südlich der Türkei ein autonomer Kurdenstaat grenzt, was sie immer bildet, was sie immer verhindern wollten. Jetzt haben, ja, gut, aber es ist nebenbei kein neues Thema, das muss man ganz deutlich sagen. Also diese Diskussion um, also die Kurden haben im Prinzip auf der ganzen Welt bislang kein Zuhause. Es ist ein bisschen so wie mit Menschen jüdischen Glaubens, ne, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie dann im Palästina sich ansiedeln konnten, den Staat Israel gründen konnten. Damit hatten die Juden dann ein Zuhause, aber bislang haben die Kurden eben keins. Und deswegen gibt es kurdische Minderheiten, insbesondere in der Türkei, auf irakischem Gebiet und eben in Syrien. Und die Türkei kämpft zwar seit vielen Jahren, man kann es fast gar nicht anders bezeichnen, einen blutigen Bürgerkrieg gegen die kurdische Minderheit, insbesondere in den Bergregionen eben im Süden der Türkei, möchte aber zugleich unbedingt verhindern, dass es einen Kurdenstaat gibt. Man könnte ja denken, naja, sollen sie doch froh sein, wenn zum Beispiel auf irakischem oder auf syrischem Gebiet sich ein Kurdenstaat gründet, denn dann hätten die Kurden immerhin ein Zuhause und könnten möglicherweise dann, wenn, ich meine, die sind ja in der Türkei anscheinend auch nicht so richtig gewünscht, dann könnte man ja denken, dann sollen sie doch emigrieren. Ja, das wäre ja vielleicht sogar aus türkischer Sicht eine Lösung des seit vielen Jahren schwelenden Kurdenkonflikts, wenn es denn einen eigenen Kurdenstaat gibt, aber das ist aus Sicht der Türkei aber nicht gewünscht. Warum, ist nicht so richtig klar. Ich könnte mir vorstellen, dass man Angst hat, dass so ein Kurdenstaat dann irgendwann auch territoriale Ansprüche erheben würde und sagen würde, naja, dieser, der Süden der Türkei, der doch maßgeblich von Menschen quasi kurdischer Zugehörigkeit bewohnt ist, der soll da angegliedert werden. Also möglicherweise hat man davor Angst. Jedenfalls ist die Türkei strikt dagegen, dass ein kurdischer Staat gegründet wird, obwohl genau das im Grunde gerade passiert. Ja, also wir haben es eben schon gesagt, das nordöstliche Drittel des syrischen Territoriums ist nahezu komplett in kurdischer Hand und die könnten im Grunde jetzt anfangen, einen Staat auszurufen. Interessanterweise werden diese kurdischen Milizen
Insbesondere von den USA, aber auch von Deutschland unterstützt, während die Türkei wiederum gegen kurdische Milizen unter anderem auch militärisch vorgeht, nämlich insbesondere in der Region Afrin. Und wie gesagt, auf der anderen Seite unterstützen die USA und Deutschland kurdische Milizen, wenn auch nicht direkt im Kampf gegen die Türkei, so im Kampf gegen den IS auf der anderen Seite quasi. Aber der ist ja quasi schon besiegt, ja? Und der ist ja schon fast besiegt. Und was passiert dann? Ja, wenn die Kurden dann natürlich anfangen mit amerikanischen Waffen irgendwann sich gegen türkische Einheiten zu verteidigen, dann jedenfalls wird es gefährlich, denn man muss ganz deutlich sagen, der NATO-Partner Türkei, ja, und die NATO-Vormacht USA stehen in diesem Konflikt auf verschiedenen Seiten. Die Türken, wie gesagt, möchten die Kurden am liebsten besiegen oder jedenfalls klein halten. Die USA unterstützen die Kurden bislang vor allem gegen den IS, aber schauen wir mal, was passiert, wenn der IS besiegt ist. Man könnte ja auch eben, wie gesagt, darüber nachdenken, dass auch das kurdische Volk möglicherweise ein Selbstbestimmungsrecht hat und deswegen einen eigenen Staat bekommen sollte. Also insofern, das ist ein Konflikt, wie gesagt, mit ganz vielen Polen, der aber gerade, was die Türkei angeht, ausgesprochen viel Potenzial für Eskalationen bietet. Genau, und dazu, das darf man dann auch nicht vergessen, gibt es dann auch noch die arabischen Staaten, also Saudi-Arabien, also so die sunnitische Ecke des Islam, die dann eben auch jetzt seit geraumer Zeit schon diverse Rebellengruppen in Syrien finanzieren, weil sie halt sehen, dass, weil sie gerne sozusagen ein Land gegen den Iran, gegen den schiitischen Iran in Stellung bringen wollen. Die Mehrheit der Syrer sind Sunniten angeblich. Und wenn jetzt die sunnitischen arabischen Staaten da Geld geben, dann feuern die natürlich den Konflikt an, sie bezahlen Rebellen. Also das ist nur so ein kleiner Überblick von all den Staaten und staatenähnlichen, sagen wir mal, Fraktionen, die da jetzt unterwegs sind, die klar machen, wie unglaublich komplex mittlerweile dieser Krieg geworden ist und wie schwer das zu lösen ist. Und dann fragen sich natürlich jetzt alle, ja, und wie kann man das denn machen? Und früher war es so, ja, als es den Eisernen Vorhang noch gab, als es quasi eine bipolare Welt zwischen USA, Sowjetunion und den USA gab, da hatten diese beiden Blöcke so eine Macht und so eine finanzielle und politische Macht, dass sie ihre, sagen wir mal, Gefolgsstaaten immer, sagen wir mal, auf Linie bringen konnten und immer sehr großen Einfluss in solchen Konflikten ausüben konnten. Heute gibt's das nicht mehr. Heute gibt es eine multipolare Welt, da gibt's China, es gibt Russland, es gibt den Iran, es gibt die anderen arabischen Staaten, es gibt Israel, die jetzt auch noch da in Syrien Bombenangriffe fliegen, weil sie fürchten, dass der Iran bald an ihrer Grenze steht. Und das macht es vor Ort wahnsinnig unübersichtlich. Russland hat jetzt so Gespräche angezettelt, aber wichtige Gruppen, die Rebellen, sind eben nicht dabei und irgendwie glauben auch nicht viele Leute, dass Russland ernsthaft ein Interesse daran hat, das friedlich zu regeln. Da fragen sich alle, ist das jetzt das Problem, dass der Weltpolizist USA nicht mehr dabei ist? Und ich würde sagen, nein, das Problem ist, dass die UN handlungsunfähig ist. Die UN wären eigentlich die Vereinten Nationen, die das regeln müssen. Aber aus den genannten Gründen sind die UN nicht handlungsfähig, weil es ein Vetorecht im Sicherheitsrat gibt, wo die großen Mächte drin sitzen. Und wenn jemand dagegen stimmt, dann werden halt wichtige Dinge nicht beschlossen oder nicht gemacht. Und das war zu kalten Kriegszeiten noch so halbwegs praktikabel, weil es halt nur diese beiden Blöcke gab. Aber seit es jetzt diese 7, 8, 9, 10 Länder gibt, die irgendwie machtpolitische Ambitionen, weltpolitische Ambitionen haben, ist dieses Vetorecht im Sicherheitsrat der UN quasi noch ein größeres Problem geworden, als es das ohnehin schon war. Und eine Reform der UN wird immer seit Jahren schon diskutiert, aber ist nicht am Horizont zu erkennen, dass wichtige Staaten, USA, Russland, China vor allen Dingen, Macht dort abgeben werden. Insofern, glaube ich, muss man befürchten, dass Syrien auf Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, ein Krisen- und Kriegsstaat bleiben wird, so schrecklich das ist. Ja, das ist so, das denke ich auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Interpretation teilen würde, dass die UN quasi neuerdings schwach sind. Also da wäre meine Einschätzung, dass sie das eigentlich immer waren, mit Ausnahme der kurzen Zwischenphase, wo es mal eine ganz geringe Konfrontation zwischen dem Westen und Russland gab. Das war vielleicht so in der zweiten Hälfte der 90er, frühen 2000 dann vielleicht mal relativ entspannt, aber spätestens seit Russland sich deutlich autokratischer entwickelt hat und die Konfrontation da wieder zugenommen hat, sind die UN so gelähmt wie eh und je. Es gab ja historisch betrachtet nur ganz wenige Situationen, in denen die UN tatsächlich handlungsfähig waren. Ja. Insofern, da bin ich nicht ganz so okay, sicher. Okay, dass das früher alles besser war, gut, okay, mag sein. Das weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall sind sie heute auch schwach. Und umso mehr stellt sich dann eben die Frage, was könnten denn noch Player sein? Also auf der Münchner Sicherheitskonferenz, muss man deutlich sagen, haben die Teilnehmer auch keine konkreten Lösungen geliefert, jedenfalls nicht
nicht auf den Panels. Man kann immer nur hoffen, dass quasi die Gespräche abseits der Presse wenigstens dazu geführt haben, dass auf persönlicher Ebene so hier und da mal eine Vertrauensbeziehung geknüpft werden konnte, was dann ja auch in Krisensituationen deeskalierend wirken kann, ne, wenn einfach Akteure sich kennen und dann vielleicht einfach mal anrufen können. Eine zentrale Forderung hat sich allerdings abgezeichnet. Immer mehr Stimmen fordern eine gemeinsame EU-Sicherheitspolitik, seit die USA eben auf der internationalen Bühne deutlich erratischer agieren und auch einfach in vielen Situationen gar keine Verantwortung mehr übernehmen wollen, gibt es immer mehr den Ruf, dass die Europäer doch unabhängiger von den USA werden sollen. Gerade Ursula von der Leyen und die deutsche Verteidigungsministerin und ihr französischer Amtskollege Parly fordern eine deutliche Stärkung der EU-Sicherheitspolitik. Insbesondere könnte man darüber nachdenken, ob man da nicht mal zum Beispiel eine tatsächliche europäische Armee aufstellt, also die natürlich jetzt nicht direkt EU-Armee wäre, sondern aus nationalen Einheiten zusammengesetzt. Da gibt es bislang ja nur erste Ansätze, denken wir an das deutsch-französische Korps, aber da könnte man weiter integrieren. Zum Beispiel könnte man auch über eine Ausweitung von Mehrheitsprinzipien nachdenken. Da gibt es eine ganze Reihe von Reformansätzen, wie Europa einfach handlungsfähiger werden soll. Und insofern ist die Münchner Konferenz wieder ein Spiegel einer komplizierter gewordenen Welt, aber immerhin kann man da den Weckruf entnehmen, dass die EU mehr für die eigene Sicherheit tun muss, weil die USA als Garant von Sicherheit und Stabilität doch weitgehend ausgefallen sind. Ja, aber ich glaube, es ist einfach illusorisch zu glauben, dass Europa in naher Zukunft irgendwann so eine militärische Macht sein wird, wie es die USA jemals waren, und dass Europa mit militärischer Macht irgendwo so viel Einfluss ausüben könnte, wie es die USA mal getan haben. Das glaube ich einfach nicht. Ich meine, wir haben diese Woche gesehen, die Bundeswehr kriegt es nicht mal hin, ja, ihre Einheiten für irgendwelche NATO-Einheiten vernünftig auszurüsten. Ja, da fehlen hinten und vorne, fehlen Ersatzteile, fehlen Ausrüstungsgegenstände. Ich weiß nicht. Also das erscheint mir einfach illusorisch. Dieser Glaube, dass Europa eine Armee aufstellen wird, die annähernd so schlagkräftig sein kann, wie die der USA mal war. Vielleicht muss das ja auch gar nicht sein. Vielleicht reicht es ja schon völlig, wenn man überhaupt international einheitlich auftreten kann. Und möglicherweise ist in diesem Bereich dann auch tatsächlich mal sowas sinnvoll wie ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Ne? Vielleicht wird es nicht gelingen, mit allen 28 oder nach dem Brexit dann noch 27 Staaten sowas wie eine gemeinsame Bündnisarmee aufzustellen. Aber vielleicht gelingt es ja zumindest, dass ein Kerneuropa vorangeht und eine gemeinsame Interventionstruppe aufstellt, die dann möglicherweise mit gemeinsamen Kräften doch eine Menge leisten kann. Es geht ja nicht darum, die USA militärisch zu besiegen, sondern es geht ja nur um internationale Handlungsfähigkeit. Ja, aber mir scheint das, was du so im Halbsatz gesagt hast, das erscheint mir fast, nehmen wir mal, das noch das Wesentlichere und auch erreichbare, nämlich mal mit einer Stimme zu sprechen. Also, weißt du, das eine ist ja Waffengewalt und militärische Gewalt, das andere ist diplomatische Macht, ja, die du in so Verhandlungen, wie sie jetzt da in Russland laufen, oder in die Waagschale werfen kannst. Das funktioniert aber nur, wenn Europa wirklich mal mit einer Stimme spricht. Wenn Europa sich nicht auseinander dividieren lassen kann. Ja, der eine sagt das, der andere sagt das, dann hast du keine Macht, dann hast du keinen Einfluss. Und ich glaube, das ist die nächste große Aufgabe, die EU hinkriegen muss, mal einen Mechanismus zu entwickeln und eine Politik zu entwickeln, wo die in solchen Fragen mit einer Stimme sprechen. So, und dann kannst du auch politische und diplomatische Macht entwickeln. Ja. Denn man muss es ja deutlich sagen, also in Syrien spielt Europa bislang diplomatisch eine ganz geringe Rolle. Ne? Ja. Die Player sind Türkei, Russland und die USA, Iran. Und jetzt möglicherweise, ja, Iran, aber ja vor allem militärisch, nicht diplomatisch. Nee. Ne? Und Israel ist so ein bisschen unklar, welche Rolle sie da wirklich spielen, aber da muss man wohl München so interpretieren, dass sie da in Zukunft sich mehr einmischen wollen. Aber jedenfalls Europa als Akteur habe ich da bislang kaum wahrgenommen. Und insofern ist das schon ein Zeichen, dass wir da außenpolitisch einfach die Hausaufgaben bisher nicht gemacht haben. Wir müssen zum Schluss nochmal einen kurzen Blick in die USA werfen. Da gab es ja dieses schreckliche Massaker in der letzten Woche. Und man hatte erst so das Gefühl... Ganz kurz, ja, was ist passiert, Philipp? Hatten wir noch nicht in der Lage? Nee, das hatten wir noch nicht in der Lage. Da wurden 17, glaube ich, waren es Schüler erschossen, ja, in der Schule.
genau, von einem Jugendlichen, der mal auf dieser Schule gewesen war. Mit einem Sturmgewehr. Also im Grunde so wie immer. Ja, man muss es ja so zynisch formulieren. Ja. So wie immer. Es ist mal wieder ein Ex-Schüler mit offensichtlichen sozialen Problemen in diese Schule gegangen, hat ein Sturmgewehr dabei, Berge an Munition und hat relativ wahllos Menschen erschossen. Also eins dieser üblichen, wie die Amerikaner das nennen, School Shootings. Ne? Also ein ganz normales Massaker. So. Und es gab natürlich, wie so oft, Dutzende von Warnungen, Anrufen bei dem FBI, Warnungen, Hinweise, dieser Junge ist gefährlich, der hortet Waffen, ihr müsst was machen, ich habe Angst, dass der in die Schule geht und Leute umbringt. Keiner hat reagiert und am Ende ist das Massaker dann geschehen. Und man hat sich natürlich dann gefragt, okay, das ist so doppelt traurig, weil natürlich da Menschen erschossen wurden, wieder mal Angehörige leiden müssen, Freunde leiden müssen, Familie leiden müssen. Und dann noch dazu kommt, dass einfach man davon ausgehen muss, dass sich wieder mal nichts ändern wird. So, das macht das ja alles noch doppelt grausam. Genau, und da müssen wir vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was nämlich das Problem ist. Also in den Vereinigten Staaten ist es natürlich wesentlich leichter, an Waffen zu gelangen als in Deutschland. Und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie Pistolen, mit denen man dann am Schießstand auf Scheiben schießt, sondern man kann eben in den USA auch Waffen problemlos kaufen. Jedenfalls in den meisten Bundesstaaten, die in Deutschland als Kriegswaffen überhaupt nicht in Privathände gelangen würden normalerweise. Und das hat verschiedene Hintergründe. Zum einen gibt es einen Verfassungszusatz zur amerikanischen Verfassung, der jedenfalls in der jüngsten Interpretation des Supreme Court quasi ein individuelles Grundrecht auf Waffentragen garantiert. Also der ist so ein bisschen verschwurbelt und in antiquiertem Englisch formuliert. Deswegen war lange umstritten, ob der bedeutet, dass es überhaupt sowas wie eine Bürgerwehr geben muss oder ob es eben ein privates Grundrecht ist. Und der Supreme Court hat das vor einigen Jahren entschieden. Jeder kann sich im Prinzip auf diesen Verfassungszusatz berufen, um selber eine Waffe zu haben, ja, the right to bear arms. Und das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist, dass es in den USA eine sehr starke Waffenlobby gibt. Zentraler Akteur ist da die National Rifle Association, kurz NRA. Und um deren Einfluss in den Vereinigten Staaten ermessen zu können, glaube ich, muss man sie vergleichen mit der einzigen Organisation, die mir in Deutschland einfällt, mit einer vergleichbaren Lobbymacht. Und das ist der ADAC. Ja, also so wie der ADAC die Lobby der Autofahrer ist im Wesentlichen und gegen den ADAC mit seinen, ich glaube, also etwa 13, 14 ja, Millionen 12, Mitgliedern. Ja, 12, 13, ja. Auf jeden Fall ja. Ganz wenig geht in Deutschland. Genauso ist es in den USA auch. Die NRA ist extrem stark, hat extrem viele Mitglieder und vor allem sehr, sehr viel Geld. Natürlich nicht zuletzt das Geld der Waffenindustrie. Und von den Parteispenden und Wahlkampfspenden der NRA sind sehr, sehr viele Abgeordnete im amerikanischen Parlament abhängig und zwar von beiden Parteien. Und das heißt also, man etwas polemisch formuliert, kann man sagen, die Waffenlobby hat im Grunde das Parlament gekauft. Und deswegen sind Versuche, ernsthaft was zu tun gegen die leichte Verfügbarkeit von Waffen in den USA bislang weitgehend zum Scheitern verurteilt gewesen. Selbst Barack Obama hat es mal versucht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist aus diesem Versuch, auch nach der übrigens auch zurückging auf einen Shooting, nichts geworden. Ja, und es sind ja Waffen ist ja das eine, aber Kriegswaffen sind ja das andere, ja, also so Angriffswaffen wie diese Maschine, wie dieses Gewehr, das ist ja nicht einfach eine Pistole oder so, ja, wo man sagen könnte, oder ein Luftgewehr, sondern das sind ja wirklich massive Angriffswaffen und also wirklich grausamstes Zeug, was da mehr oder weniger jeder kaufen kann. Und dann war jetzt halt wieder die Frage, ja, was passiert jetzt? Und es ist halt, was passiert, was, glaube ich, einige schon auch überrascht hat und wo jetzt die Frage ist, wie lange hält das an, wie nachhaltig ist das eigentlich? Es hat so eine Jugendbewegung ist da entstanden. Also aus den, sagen wir mal, Freunden, Angehörigen des jetzt letzten Schulmassakers, die haben sich das auf die Fahnen geschrieben. Die gehen zum Teil nicht mehr zur Schule, bis da nicht was passiert ist, fordern sehr lautstark, dass eben dass sich Politiker von der NRA lossagen, dass sie offenlegen, wie viel Geld sie bekommen, dass sie kein Geld mehr annehmen. Es gibt so eine Kampagne gegen Firmen, die halt vielen NRA wo Firmen einfach NRA-Mitgliedern Rabatte gewähren. Da sind jetzt viele schon, haben zumindest gesagt, dass sie diese Rabatte nicht mehr gewähren werden und sich von der NRA lossagen. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie nachhaltig ist dieses Momentum? Verpufft das, wenn sozusagen das nächste Unglück irgendwie passierte, das nächste große Event, was dann die Aufmerksamkeit wieder ablenkt von diesen Waffengesetzen oder der verlangten Überarbeitung dieser Waffengesetze? Das ist so ein bisschen die Frage. Und dann haben sie natürlich auch alle ein bisschen auf den Präsidenten geguckt und gesagt, ja, wie reagiert denn jetzt Herr Trump? Und Herr Trump ist Herr Trump. Herr Trump sagt, hey, ihr sagt, wir haben zu viel Waffen. Ich sage, wir haben zu wenig Waffen.
Wie wäre es, wenn wir die Lehrer bewaffnen? Das hat er hier gesagt im Weißen Haus, als ihn dort Opfer auch und Angehörige des letzten Schulmassakers besucht haben. It only works where you have people very adept at using firearms, of which you have many. And it would be teachers and coaches. If the coach had a firearm in his locker when he ran at this guy, that coach was very brave. Saved a lot of lives, I suspect. But if he had a firearm, he wouldn't have had a run. He would have shot, and that would have been the end of it. And this would only be, obviously, for people that are very adept at handling a gun. And it would be, it's called concealed carry, where a teacher would have a concealed gun on them. They'd go for special training, and they would be there, and you would no longer have a gun-free zone. Gun-free zone to a maniac, because they're all cowards. A gun-free zone is, let's go in and let's attack. Ja, da kann man natürlich eine ganze Menge zu sagen. Also er hat gesagt, das müssen wir erstmal ja kurz, genau, wir müssen das kurz mal paraphrasieren. Also er sagt, Lehrer sollten Waffen tragen, verdeckte Waffen. In einem anderen O-Ton sagt er so, vielleicht 20% der Lehrer sollten Waffen tragen. Es sollten natürlich erfahrene Menschen mit Waffen, erfahrene Leute sein. Ne, ehemalige, hast du jetzt in dem O-Ton nicht gesagt, im anderen Zusammenhang, ehemalige Marines, ehemalige Armeeangehörige, die dann Lehrer geworden sind, die könnten solche Waffen tragen. Wenn zum Beispiel dieser, gab es einen Trainer in dieser Schule, in der das Massaker jetzt stattfand, der hat sich auf dem Attentäter entgegengestellt. Er sagt, wenn der eine Waffe gehabt hätte, dann hätte er ihn erschossen und das wäre das Ende gewesen. Und wir sollten also Lehrer bewaffnen und ihnen ermöglichen, verdeckt Waffen zu tragen. Und denn er sagt, so ist es halt eine waffenfreie Zone und Verrückte, die in der Regel Feiglinge sind, sagt der Verrückte, die sehen halt so eine waffenfreie Zone als quasi Aufforderung. Okay, da gehen wir rein. Und dazu muss man natürlich wissen, dass diese These, das Einzige, was gegen böse Menschen mit Waffen hilft, das seien eben gute Menschen mit Waffen, das ist eine These der NRA ist. Ne? Also das ist quasi 1:1 abgeschrieben, ein Talking Point der NRA, die seit vielen, vielen Jahren zuletzt, zum Beispiel auch nach diesem Sandy Hook Massaker, ist es mir so richtig in Erinnerung geblieben, das war also ein Massaker in einer Grundschule in Sandy Hook im Nordosten der USA. Da hatte die NRA ja auch gesagt, na, ist doch ganz einfach, also gegen, ja, wir brauchen einfach mehr gute Menschen mit Waffen und im Grunde genau in dieser Logik denkt jetzt auch Donald Trump, indem er sagt, na, wir müssen halt die Lehrer bewaffnen. Ne? Es geht eben nicht darum, dass wir unsere Bevölkerung entwaffnen, ja, damit nicht mehr so viel Unsinn angestellt werden kann mit Sturmgewehren, sondern wir wollen mehr Lehrer mit Waffen ausstatten. Ja, dann kann man nur gleich sagen, kannst du ein Gesetz noch verabschieden, Amokläufe nur noch an Schulen. Weil Amokläufe natürlich auch woanders stattfinden, wo keine Lehrer sind. Und da gibt es so viele Argumente, die Lehrer sagen, es gibt dann irgendwie eine Wissenschaftler, die sagen, selbst ein Polizist, der trifft nur in 20% der Fälle in solchen Situationen. Ja, wie soll das dann ein Lehrer, der landet vielleicht bei 3, 4, 5, 6%. Also selbst wenn man die Leute bewaffnet, werden sie in aller Regel solche Attentäter nicht aufhalten können. Ja, plus, dass eben noch mehr Waffen in der Schule sind. Die werden dann geklaut, die gehen verloren. Ja. Also es ist wirklich jetzt sehr interessant zu sehen, ob dieses Mal sich so ein bisschen was ändert. Also im Grunde verläuft die Debatte in den USA ja immer in den gewohnten Bahnen. Ich hatte, wie gesagt, als ich jetzt diese O-Töne von Trump hörte, wirklich so ein Gefühl für, aha, okay, ja, und als nächstes wird er jetzt das sagen. Ja, das war so völlig klar, das ist so geskriptet, wie es immer abläuft. Und was neu ist, ist diese ganz besondere Empörung der Schülerinnen und Schüler und ihre doch ganz beeindruckende Social-Media-Kampagne, wo zum Beispiel auch Vertreterinnen der Schülerinnen und Schüler da von dieser Schule, die überlebt haben, wo die eben sehr deutlich auch sagen, dass die Finanzierung der Politik durch die NRA das eigentliche Problem ist. Und ich bin mal gespannt, ob dieses Mal so ein bisschen was anders ist. Ne? Ob es dieses Mal eben möglicherweise dann doch nicht im Sande verläuft. Also zum Beispiel hat selbst ein Vertreter der Trump-Regierung schon angedeutet, man könnte ja mal darüber nachdenken, dass man so bestimmte Teile verbietet, ja, die es ermöglichen, aus Sturmgewehren so quasi Maschinengewehre zu machen. Also Sturmgewehr bedeutet im Prinzip, dass man schon noch einzeln abdrücken muss für jeden Schuss, also das Gerät lädt dann zwar automatisch, die Waffe lädt dann zwar automatisch nach, ja, man muss nicht von Hand laden, sondern man kann einfach immer wieder abziehen, aber man muss immerhin auch jedes Mal noch neu abziehen, jeden Schuss einzeln abfeuern und bei einem Maschinengewehr ist es ja so, dass man quasi einfach den Abzug hält und dann löst sich irgendwie ein paar Mal pro Sekunde ein Schuss und normale Sturmgewehre kann man mit einem relativ einfachen Teil umrüsten, ja, zu so einem Maschinengewehr, das von alleine feuert, solange man den Abzug hält und diese besonderen Teile, die sollen jetzt möglicherweise dann doch mal verboten werden.
werden. Also das ist jedenfalls, sagen wir mal, für einen republikanischen Politiker oder für eine republikanische Regierung in den USA schon fast ein revolutionärer Gedanke. Und insofern gibt es allererste Anzeichen, dass dieses Mal doch etwas anders sein könnte als in den bisherigen Massakerfällen. Aber ich denke, abgerechnet wird im halben Jahr oder so, ne? Ob dann irgendwas durchs Parlament gegangen ist. Ich bin extrem skeptisch. Ich bin auch sehr skeptisch. Also ich, weil diese Diskussion hat man auch jedes Mal. So jetzt. Ja. So jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich. So, ne? Ja, jetzt aber wirklich. Und nichts passiert. Ja. Nichts passiert. Wir schauen. Das ist wirklich, wirklich bitter. Wir kommen zum Feedback. Okay. Ja. Also, wir müssen einfach einmal eingehen auf die Olympiadebatte. Also da muss man sagen, ich glaube, da hatte Philipp einfach beim letzten Mal so ein bisschen granted und im Prinzip ja nur von sich und seinem Nachbarn gesprochen. Ne? Ihr habt irgendwie nicht so richtig Bock auf Olympia. Ja, naja, es ist ja hier auch Sinn und Zweck, ne, dieser Sendung mal so ein bisschen auch die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen anzustacheln und zu reizen, um so ein bisschen die Debatte mal anzuschieben. Ja, und ich würde sagen, ich habe da vielleicht einigen Sportlern und so Unrecht getan. Da kam ja auch viel Feedback von euch, auch von Leuten, die Sportler kennen und so und weiter und so fort. Und ich muss auch sagen, dass ich so ein bisschen aus einer uninformierten Position gerantet habe. Weil, aber das hast du ja auch deutlich gemacht. Das habe ich ja schon auch deutlich gemacht. Aber ich habe es jetzt tatsächlich, weil auch so viel Feedback kam, habe ich mir jetzt halt tatsächlich auch mehr von den Olympischen Spielen angeguckt. Und ich muss sagen, klar, die Deutschen waren jetzt auch extrem erfolgreich. Deswegen war das natürlich auch alles extrem unterhaltsam. Aber das war schon, also gerade beispielsweise diese Eiskunstlaufkür von den beiden Deutschen, die da Olympia gewonnen haben. Das war schon so mit das Schönste, was ich so jemals im Sport einfach ästhetisch und so gesehen habe. Das waren schon ganz besondere Momente, das ist keine Frage. Auch viele sportliche Leistungen, Silbermedaille, Eishockey etc. etc. Das ist schon richtig und ich glaube auch, das war nicht ganz richtig zu sagen, das interessiert keinen. Ja, das war auch ein bisschen überzogen. Aber unterm Strich würde ich schon sagen, dass die Probleme, die dieser Sport hat, schon da sind. Und diese Kommerzialisierung, das ganze Dopingproblem, der Umgang mit den Russen etc., das sind und bleiben fundamentale Probleme. Und ich finde, dass es durchaus gerechtfertigt ist, sich mal zu überlegen, wie könnte man diese Bewegung wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Genau, das fand ich so ein bisschen schade, dass dieser Punkt gar nicht angekommen ist, ne? Also wir haben kaum angekommen ist. Wir haben so entnommen, dass im Wesentlichen sich Menschen schützend vor die Sportlerinnen und Sportler gestellt haben, die eben quasi jahrelang dafür arbeiten, bei Olympia dabei sein zu können und dort ihr Bestes zu geben und so. Und da muss man sagen, das war nun, also ich meine, ich habe da jetzt ohnehin ganz wenig gesagt in der letzten Sendung, aber ich glaube, das war überhaupt nicht deine Position. Du wolltest jetzt nicht die Sportler fertig machen, Philipp. Oder? Das Nein. war jetzt doch nicht das Anliegen, sondern es ging nur um das System, um ein Sportsystem, das eben bestimmte Defizite zeigt, oder? Absolut. Also ich wollte jetzt gar nicht die Sportler da abkanzeln. Ich habe denen auch so ein bisschen Unfreude an ihnen unterstellt, an dem, was sie da tun. Das war, glaube ich, nicht gerecht. Ich habe mir das jetzt nicht nochmal angehört, aber das kann ich mich schon erinnern, dass ich das gesagt habe. Das wollte ich auf gar keinen Fall, sondern mir ging es ums System. Ja, und wie gesagt, jetzt zu sagen, es interessiert keinen, okay, ne, ist Interpretationssache. Und wie gesagt, ich habe auch gesagt, da waren wirklich magische Momente auch dabei, das habe ich jetzt auch gesehen, aber trotzdem bleibt also dieser Umgang mit den Russen, da hat ein Staat systematisch, planmäßig, nachweislich in großem Umfang betrogen und gelogen, dass sich wirklich der Startschuss nicht löst, ja. Und dann tauchen sie trotzdem auf, heißen irgendwie Athleten, olympische Athleten aus Russland oder so, das ist ein Witz. Also da tut sich diese Bewegung und uns diese Bewegung überhaupt keinen Fall damit. Die hätten rausgemusst, hätten nicht teilnehmen dürfen, Ende der Durchsage. Also sowas. Mhm. Und da, finde ich, lohnt es sich einfach schon mal drüber nachzudenken. So ist das System, wir haben das IOC, wir haben diese ganze Orga. Aber kann man da nicht was anderes machen? Das finde ich schon, und kam ja auch ein bisschen Feedback von vielen, wo sie sagen, ja, wir, weiß nicht, ne, so mal ein paar Grundideen. Ja, hat jetzt hier, Stefan hat das geschrieben, ja, zum Beispiel. Er sagt hier, was bei Olympia nervt, ist halt der Kommerz, die Funktionäre, das Doping und die Einseitigkeit, Spezialisierung der Sportler. Das fand ich auch einen interessanten Punkt, ne? Und er sagt, das vermeidet man, A, indem man sagt, wer antritt, kennt seine Wettkampfdisziplin noch nicht. Das finde ich ja interessant. Ja, aus ja ist zwei, eine lustige Idee. Ne? Aus ja, 200 ja. Sportarten werden für jeden 3 ausgelost, gewertet wird nur die schlechteste. Das fördert Allround-Sportler, die überall ziemlich fit sind. Und er sagt, Ehrenamt ohne jeden Geldeinfluss an Funktionäre und Doping inklusive Schmerzmittel sind verboten. So gut, das ist auch heute schon so, nur mal so ein paar Ideen. Aber da kamen schon so ein paar Einwürfe, wo ich sagen würde, ja,
Also es lohnt sich einfach weiter darüber nachzudenken, wie man dieses System wieder vom Kopf auf die Füße stellen könnte. Und das könnte vielleicht auch von außen passieren und nicht innerhalb des Systems. Also mir war eigentlich nur wichtig, dass man nochmal darauf hinweist, es geht überhaupt nicht gegen die Sportler. Nein. Denn da haben sich einfach viele Leute auf den Schlips getreten gefühlt. Insbesondere manchmal muss man natürlich auch sagen, wundert man sich so ein bisschen. Wir haben zum Beispiel auf iTunes einen One-Star-Review bekommen, wo jemand sagte, wie kann denn ein Richter sagen, dass alle Sportler dopen? Also zum einen mal hat das Philipp gesagt, nicht ich. Und zum anderen hat das Philipp natürlich auch nicht so gemeint, dass tatsächlich jeder dopt, sondern das war ein überspitzter O-Ton. Er hat sich quasi selber zitiert, wie er da so vorm Fernseher sitzt und ich habe keinen Bock, sind ja eh alle gedopt. Ja. Ne, das bedeutet natürlich nicht, dass jeder einzelne Sportler dopt. Ja, das war selbstverständlich nicht die Aussage. Insofern muss man da auch mal sagen, Leute, jetzt hört doch mal so ein bisschen genauer hin. Aber im Kern ist es natürlich schon so, es war überhaupt nicht als Angriff gegen Sportler gemeint. Ich habe ja während dieses ganzen Blogs im Wesentlichen zugehört, weil das einfach ein Thema ist, das mich nicht so reizt. Ja. Aber wenn ich jetzt das so verstanden hätte, dass du Sportler bashen willst, dann hätte ich da auch eingegriffen. Also insofern, wie gesagt, wir rudern da an der Stelle zurück oder korrigieren dieses Missverständnis, aber ich denke, der Kerngedanke ist, dass an dem Sportsystem was geändert werden muss. Ein zweiter Punkt, wo ich gerne noch Feedback aufgreifen würde, ist eine Zuschrift von Martina aus Nürnberg zum Heimatbegriff. Ja, genau, den fand ich auch gut. Das fand ich nämlich sehr interessant. Ja, genau. Also Martina schreibt uns nämlich, also wir hatten es ja vor allem lustig gemacht über dieses Heimatministerium, / Heimatmuseum von Horst Seehofer. Und da schreibt sie, ich gehe überhaupt nicht oder absolut nicht konform mit eurem Heimatbegriff. Für mich persönlich ist Heimat etwas durchweg Positives und ich sehe nicht, wie man dieses schöne Wort überhaupt negativ verwenden kann. Ich bin Nürnbergerin, schreibt sie, reise viel, bin kulturell sehr aufgeschlossen. Jedoch werde ich, wenn das Schicksal mitspielt, niemals hier weggehen. Hier haben meine Eltern und Großeltern Großartiges aufgebaut. Ich finde hier Ruhe und Besinnung und ich behaupte, nur hier bin ich tief verwurzelt. Und da muss man ganz klar sagen, das wollen wir natürlich auch niemandem wegnehmen. Das ist doch wunderschön, wenn sie sich wohlfühlt. Die Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, ist nur, was ist das für eine symbolische Aussage, wenn man eben ein Heimatministerium offiziell etabliert? Weil ich denke, Heimat ist eben tatsächlich was sehr Persönliches und was da ein Ministerium zu beitragen kann, weiß ich auch nicht. Aber dazu sagt sie dann auch inhaltlich noch was. Sie sagt nämlich, dass und das ist vielleicht auch politisch ganz interessant. Sie sagt nämlich, dieses Heimatministerium, das sei in Bayern jedenfalls eine ausgesprochen erfolgreiche Einrichtung. Und das ist nämlich dort in Bayern, so hat sie uns das geschrieben, im Wesentlichen ein Ministerium, das sich der Aufgabe verschrieben hat, in allen Teilen Bayerns lebenswert und liebenswert, alle Teile Bayerns lebenswert und liebenswert zu erhalten. Also mit anderen Worten geht es da auch um massiven Glasfaserneuausbau, eine Förderung der kommunalen Infrastruktur und so, Förderung von touristisch interessanten Baudenkmälern. Das sind natürlich alles Dinge, die wunderbar sind. Und wenn man ein Heimatministerium trotz dieses Namens so anlegen würde, dann, ich denke, das ist dann eigentlich ja eher Verkehr, Infrastruktur oder Tourismus. Aber gut, wenn man das dann unter dem Heimatbegriff subsumieren will, dann bin ich sofort dafür, denn das haben wir ja auch, glaube ich, in der Lage, als wir den Koalitionsvertrag besprochen haben, ausdrücklich gefordert, dass natürlich mehr für Infrastruktur passieren muss. Ja, so habe ich das eben auch verstanden, so nach dem Motto, wir sorgen dafür, sagen wir mal, dass es läuft in Deutschland, ja, wenn das Heimat ist. Mhm. Ja, gut, okay. Da haben wir dann das Verkehrsministerium, genau. Da haben wir andere Ministerien, die sorgen halt dafür, dass es Glasfaser gibt, dass es Verkehrswege gibt, dass Häuser gebaut werden. Oder auch nicht. Vielleicht sorgen sie leider nicht dafür. Ja, oder sorgen, aber zumindest ist es deren Aufgabe. So, ne? Ja. Dafür brauche ich kein eigenes Heimatministerium. Also mir ist das immer noch nicht so ganz klar, was jetzt die genaue spezifische Aufgabe dieses Heimatministeriums denn eigentlich sein soll. Aber ich fand das Feedback trotzdem sehr wichtig. Zum einen das persönliche Feedback, dass man den Begriff eben sehr positiv verstehen kann, was mich ja auch sehr freut. Und zum anderen ist es natürlich gut zu wissen, dass das in Bayern was Sinnvolles tut, dieses Ministerium. Und wenn es das auf Bundesebene auch tut, dann würde ich da gar nichts dagegen haben. Also sie schließt da mit den Worten, ihr redet meiner Meinung nach eine total gute Sache schlecht, weil ihr euch an den Begriff stoßt. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, schlecht reden, aber das stimmt wahrscheinlich schon, weil wir diesen Begriff einfach so ein bisschen anders verstanden haben. Aber wenn das gemeint ist, was die Hörerin Martina hier beschreibt, dann finde ich das im Prinzip eine sinnvolle Sache. So. Voilà, ich würde sagen, die Lage der Nation ist abschließend und umfassend auch. Das auf jeden Fall, wenn ich auf die Uhr gucke, umfassend in jedem Fall, abschließend wie immer mit Fragezeichen. Diskutiert, Ulf, wir sagen winke, winke, gebt uns ein paar Sternchen im iTunes Store oder wo immer ihr Sternchen geben könnt.
Ich habe gesehen, ganz viele Podcast-Apps bieten auch die Möglichkeit, Reviews zu schreiben. Also wenn ihr nicht iTunes habt oder wollt, freuen wir uns natürlich auch über die Kommentare dort. Ich habe jetzt mal systematisch alle möglichen Podcast-Apps runtergeladen, um zu sehen, wie das so funktioniert. Ne? Also viele Podcast-Apps funktionieren auch nicht so ganz toll, muss man sagen. Also wenn ihr irgendwie mit eurer App nicht glücklich seid, schaut euch mal in eurem jeweiligen Store um, Apple Store oder Play Store, was es sonst noch so gibt. Da die Unterschiede waren riesig, kann ich nur sagen, zwischen den Podcast-Apps. Zum Beispiel, was die Shownotes angeht. Ja, also es gibt tatsächlich Podcast-Apps, die machen aus unseren schönen, strukturierten Shownotes mit Links einen Textbrei ohne Punkt, Komma und Absätze und vor allem ohne Links. Ja, das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck der Sache. Die Shownotes sind im Wesentlichen eine Dokumentation dessen, was wir recherchiert haben für die Sendung. Und da kann man noch eine ganze Menge Dinge nachlesen. Und wenn die Podcast-App das alles schreddert, ist das natürlich wahnsinnig schade. Kurz und gut, schaut euch mal das an. Aber was wir sagen wollten, ist, in den meisten Apps kann man tatsächlich einen Kommentar hinterlassen und wir freuen uns natürlich über ein freundliches Wort. Vor allem aber freuen wir uns, dass ihr bis zum Schluss dabei wart bei dieser Folge der Lage der Nation. Kommt gut in die neue Woche und bleibt uns gewogen. Bis bald. Tschüss. Ciao.